Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus dem Nerdstudio in Düsseldorf. Wir sammeln Sporen, Grünspann und Schimmelpilze. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit den echten Geisterjägern. Und hier sind eure Gastgeber. Hier ist Chris und Sven. Erstmal ein Boom mit Geistern in Hongkong ist auch mal was Neues. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und meine zwei Mitdiskutanten sind schon völlig in ihrem Element. Zu meiner von euch aus gesehen Rechten, der Michael, ich grüße dich. Hallihallo. Und unter mir der Sven. Hallo, ich grüße euch auch. Dass du mal unter mir arbeitest. Wir wollen heute einen Abend Scharlawitzchen und alter Herren Schosen machen, denn wir werden über Ikonen unserer Kindheit-Jugend reden, die eine neue Inkarnation im Kino bekommen haben, nämlich die Ghostbusters, und zwar die einzig wahren. Wir werden, glaube ich, so das ein oder andere kleine Prop euch mal vorführen. Sven hat da auch was vorbereitet. Wir werden über Teil 1 und Teil 2 reden. Dann gab es, glaube ich, irgendwie noch so ein Sci-Fi-HBO-Film oder irgendwie sowas, aber den hatte eh keiner gesehen. Und dann werden wir natürlich den Rest des Abends über Ghostbusters, Legacy, Afterlife, whatever reden. Da wird es aber dann zu Spoilern kommen. Wer den Film also noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich an dieser Stelle, entweder die Ohren zuzuhalten oder es ist euch total egal oder ihr geht zurück und hört nochmal meine Ein-Mann-Besprechung direkt aus dem Kinosaal. Und Michael, für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, wo könnte man denn noch mehr von uns hören und sehen? Boah, ob ich das noch kann, die letzten Male hast du das ja immer so übersprungen, aber ich versuch's einfach mal. Ja, die uns zum ersten Mal hören oder sehen oder einfach nur dabei sind, geht auf nerdizismus.de, that's the name of the game, da findet ihr alle unsere Kanäle, alle unsere Social Media Links, alle unsere Beiträge, Videos und freuen wir uns auf viel, viel Feedback von euch, von viel, viel Kommentare und vor allen Dingen Feedback über die info@nerdizismus.de, dann an die WhatsApp. Wir haben sogar demnächst in Star Trek eine Sprachaufnahme, habe ich gehört, über WhatsApp, die 015259647709. Genau, das war's. Ich erinnere mich wieder. Und ja, am Ende gerne auch weiterhin auf unserem Discord-Server nerdizismus.de/Discord. Richtig, ganz genau. Da Star Trek, da gab es bestimmt über den Fanservice von Paramount, oder? Ja, how to piss off fans real fast, oder? Online, ja. Unglaublich, wirklich unglaublich, was da, also das ist ja im Grunde sollte man nicht mit anfangen, oder? Es ist ja schon so ein bisschen eine Veröffentlichungspolitik wie seinerzeit 84, wenn der Ghostbusters-Film ja mit locker einem halb, dreiviertel Jahr Verspätung in die Kinos kam. Damals hat es aber keinen interessiert. Richtig. Gang und gäbe. Ja, ich meine, heute interessiert es auch keinen gefühlt nach dem Buzz im Internet, aber zumindest außerhalb der Fangemeinde. Nee, ja. Das stimmt leider. Ja, das stimmt leider echt. Ne? So außerhalb der Fanbubble habe ich das nicht wirklich gut, mal so einen IGN-Post und so weiter, ja. Aber dann war auch Ruhe. Ja, soweit ist es schon gekommen. Ich sage auch an der Stelle herzlich willkommen an den Chat. Nein, lieber Tim, es geht heute nicht um die Film Nations Ghostbusters, die mit dem Affen. Wobei, die habe ich als Kind auch immer sehr gerne gesehen und ich war auch durchaus etwas verwirrt. Also wenn manche Brand-Owner Gedanken machen oder Sorgen machen um Zuschauer und User und Endkonsumentenverwirrung, da ist schon was dran. Denn so als 7-8-Jähriger habe ich das echt nicht so ganz gerafft, warum da beides Ghostbusters heißt und komplett anders aussieht. Es hätte mich wahrscheinlich noch total verwirrt, wenn ich noch gewusst hätte, dass es da ja noch eine Realserie zu gab aus den 70ern. Die hatte ich natürlich gar nicht auf dem Schirm. Dann war ich auf Methadon, nämlich den Real Ghostbusters. Aber fangen wir an. Meine erste Berührung mit den Ghostbusters war, als es noch ein Kinomagazin im Fernsehen gab. Ja, liebe Kinder unter euch, sowas gab es früher mal. Und da habe ich dann
Ausschnitte davon gesehen. 84 war ich aber 7, da durfte ich da noch nicht ins Kino. Deswegen habe ich den ganz sicher erst auf VHS und wahrscheinlich in einer ziemlich abgenudelten Version gesehen. Sven, weißt du noch, wo du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Definitiv auch irgendwas mit VHS. Also ich glaube nicht, dass ich ihn im Fernsehen gesehen habe. Ich müsste den schon vorher gesehen haben. Aber definitiv VHS, weil 84, da war ich halt auch 8 und das den habe ich nicht im Kino gesehen. Aber das war dann halt auch VHS irgendwas und ja. Ne? Sven, was war bei dir? Michael, was war bei dir? Ja. Da war noch nicht viel los, da war ich nämlich erst ein Jahr alt. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich mir das angucken konnte. Ich bin so der Jungspund unter denen, obwohl ich mittlerweile in meiner Firma der zweitälteste in der Abteilung bin. So läuft das Leben. Erste Berührung aus der Erinnerung her, glaube ich sogar mit der Cartoon-Serie, bevor ich den Film ursprünglich gesehen habe. Also da werde ich sicherlich irgendwie, ich weiß nicht, ob es auf Tele 5 lief oder wo es lief, auf jeden Fall da bin ich als erstes mit bekommen, aber präsenter im Kopf ist natürlich der erste Film, der mir dementsprechend, so oft wie ich ihn damals auch sicherlich in Wiederholungen im Fernsehen oder VHS gesehen habe, auch den ich runternudeln kann. Ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen. Also die Real Ghostbusters, die liefen, glaube ich, auf Sat.1, wenn ich mich recht entsinne, Samstagnachmittags oder Samstag später Vormittag, sowas um den Dreh. Und da habe ich die Defi mir gesehen und das waren so mit so die letzten Actionfiguren, die ich als Kind wollte. Da war ich vielleicht so 11 oder 12 oder sowas. Ich meine, 12-Jährige von heute, ja, die haben ja schon ein X-Hamster-Abo, ja. Aber damals haben wir ja noch immer noch mit unseren Puppen gespielt. Und da war ich stolz wie Bolle, als ich dieses Ecto 1 gekriegt habe. Wobei ich ja mich. Ecto 1, boah. Ja. Ich glaube, eine Figur gab es nie. Der Wankman war immer irgendwie nie käuflich zu erwerben. Ja, stimmt, der war ziemlich. Ich hatte nur 3 und ein Marshmallow, glaube ich. Oder hatte den Freund von mir? Weiß ich gar nicht mehr genau. Das war ja im Grunde genommen relativ begrenztes. Relativ begrenzter Spielwert, also kein Vergleich zu irgendwie dem Star Wars oder He-Man-Kram, wo du ja ganze Sachen hast aufbauen können. Also das Spielzeug war immer irgendwie so, ja. Ich habe mir als Kind dann mal ein Protonenpäckchen gebaut aus so einem Pappkarton und so weiter und aus einer alten Kassettenbox eine Falle und aus einer alten Lupe ein PKE-Meter. Und noch so ein alter Overall von meiner Mutter aus den 70ern in grün. Und ein Kumpel von mir hat sich jetzt sowas auch gebaut und da sind wir da rumgerannt. Also ich war schon immer jetzt nicht so ein Die-Hard-Fan wie jetzt bei Star Wars, aber Ghostbusters hat es mir irgendwie angetan. Dabei ist es eigentlich, ja, und da streiten sich schon so die Geister, ob der Alte eigentlich jemals als Zielgruppe Kinder hatte. Nee, absolut nicht. Das, ich glaube, der war es nicht so, dass die mussten ja auch schon, glaube ich, ziemlich aufpassen, um nicht an ein R-Rating in den USA vorbeizuschlendern. Das war, und danach kam doch erst, der war ja noch ein PG und danach kam doch auch dieses neue Rating mit PG-13 oder sowas. Also, das war schon, also der war schon arg knapp. Also, der war nie als, der war vielleicht als Familie, sagen wir mal, so für alle gedacht, aber nicht als Kinderfilm in dem Sinne, was ja dann, ja. Zeigt ja auch der absolut trockene Humor, der dahinter ist, ja. Den kann man als Kind ja in der Art und Weise gar nicht verstehen. Mir ist es einiges erst später da auch bewusst geworden, als ich dann in irgendwelchen Wiederholungen gesehen habe. Deshalb, an Kinder war dann eher sowas, das Melken des Franchises mit der Cartoon-Serie gedacht. Mami, was macht der Geist da mit Onkel Ray? Buh, ohne Witz, wir haben ja eine fast 3-Jährige hier und waren letztens im Zoo in, ich glaube, Wuppertal war das. Und da gibt es so einen Tunnel, wo man durchgeht, so einen Stollen. Und an einer Stelle kann man im Hintergrund so eine Leinwand aktivieren, wo dann so ein Geist labert. Und die hat erstmal total entgeistert geguckt.
und den Rest des Tages gefragt, weil ihr Cousin angefangen hat zu weinen. Sie hat dann immer bis abends hinein gefragt, was war das? Was war das? Und dann musste man ihr erklären, das war nur ein Schauspieler auf der Leinwand, der so getan hat. Aber das hat so war so beeindruckend in ihrem Kopf, dass es schon fast ein kleines Trauma daraus entstanden ist. Also ich hätte mir als Kind definitiv vor der Bibliothekarin in die Hose gemacht. Ich finde das immer noch eine der krassesten Szenen. Also es gibt bei Teil 1 und Teil 2 wirklich zwei Szenen, die mir einfach echt immer in Erinnerung bleiben. Also ganz klar. Und ganz klar, die Bibliothekarin, die hat einfach, obwohl ich diesen Taxifahrer damals auch sehr gruselig fand. Ja, und aber über die Bibliothekarin geht auf jeden Fall noch hier Janosch als fliegendes Kindermädchen. Was zwar völlig absurd ist, aber trotzdem unglaublich creepy. Schlimmer fand ich, als er bei Dana war und dann diese leuchtenden Augen bekam. Das fand ich irgendwie gruseliger. Das war einfach so. Ja, Teil 1. Eine Studie hat ergeben, so sagt mir der Wikipedia-Eintrag, dass das Ghostbusters-Logo nach dem Coca-Cola-Logo das zweitbekannteste ungestützte Markensymbol weltweit ist. Ja, Hubert fort. Man hat erfolgreich einen Rechtsstreit gegen die Macher von Casper ausgetragen und auch gewonnen. Mit dem komischen Geld. Und dann gab es auch noch einen Rechtsstreit mit dem Ghostbusters-Song, weil er hat nämlich auch Komponist, genau, hat dann auch gesagt, ja, warte mal, der Beat, den kenne ich doch, der kommt mir irgendwie ziemlich bekannt vor, hat aber, glaube ich, auch nicht recht bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Nee, die haben sich geeinigt. Die haben sich viel Geld geeinigt. Und der Huey Lewis hat vor 2-3 Jahren darüber gesprochen. Und da hat sich der Ray Parker Jr. aufgeregt und hat gesagt, ey, wir haben uns eigentlich finanziell darüber geeinigt und so, ne? Also I wanna take drugs oder irgendwas mit Drugs von Huey Lewis hat ungefähr den gleichen Beat wie Ghostbusters. I want a new drug, genau. Und ich glaube, das ist auch so eine der Dinger, wo Ray Parker Jr. Der braucht einfach danach keinen neuen Hit. Der lebt ja einfach heute noch. Keine Ahnung, was der jährlich verdient. Ich müsste mal da wahrscheinlich nicht so Seinfeld-Niveau mit 200 bis 400 Millionen, aber wahrscheinlich auch kann der noch gut davon leben. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen an Last Christmas rankommt. Nicht ganz, ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Radio-Hit, den kriegst du halt einfach nicht tot. Und ganz ehrlich, es ist ein Song, an dem ich mich auch gar nicht so überhört habe. Als Kind habe ich dieses Lied abgefeiert. Ja, es war eins meiner absoluten Lieblingslieder als 8-, 9-, 10-Jähriger. Immer wenn das im Radio kam, voll abgegangen. Kommt aber gar nicht mehr so im Radio, ne? Weil es einfach zu sehr mit den Filmen verbändelt ist. So ein 007-Song, so ein Golden Eye kommt noch zwischendurch, aber Ghostbusters habe ich selten auf was wie WDR 4 oder WDR 2 gehört in letzter Zeit. Ja, gut. Also er behauptet, dass das Geld weg wäre, so langsam, der Ray Parker Jr., dass er wohl 20 Millionen damals eingenommen hat. Aber das glaube ich dem nicht. Also der muss ja irgendwie beteiligt sein. Ja. Gut, wir werden es heute, glaube ich, nicht mehr auflösen. Der erste Teil hat aber durchaus eine Menge Geld eingespielt, nämlich knapp 300 Millionen Dollar und hat lächerliche 30 Millionen gekostet. Damals ist lächerlich. Ja, damals war das nicht lächerlich, ne? Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich auch, dass der Film, wir brauchen jetzt nicht auf die Handlung und so weiter eingehen, ihr habt den alle schon tausendmal gesehen, aber es ist ein Film, den ich regelmäßig, unregelmäßig gucke und B, der ist absolut zeitlos. Ja, den kann man reinschmeißen, da kann man selbst, wenn man noch Fernsehen durchseppen würde, könnte man in jeder Sekunde sich den anschauen und wird dann einfach so hängen bleiben. Das ist so wie früher, wenn man bei Filmen hängen geblieben ist. Das wäre einer der Filme, die man dann unbedingt weiterguckt. Ja, aber ich meine mit zeitlos, dass es völlig irrelevant ist, ob der jetzt 84 spielt oder 94 oder 2004. Das ist kein 80er-Film. Also so fühlt er sich für mich nicht so an. Ja? Was ich interessant finde, ist, dass es einer der Filme ist, bei denen es recht wenig stört, dass teilweise manche Effekte echt übel gealtert sind. Oder für die damalige Zeit, also sie sagen ja selber, dass mit dem Terror-Doc wieder da durch, also das fanden sie eigentlich schon damals peinlich, aber es ging halt nicht schnell anders.
Ich finde es trotzdem, also es stört halt einfach nicht, weil es so viel Gutes da drumherum gibt. Es fällt einem weg. Genau, im Gegensatz zu den CGI-Orgien, die es heutzutage gibt, muss ich sagen, immer wenn ich ihn wieder schaue, sage ich, okay, kann man so gucken. Allein, also für mich haben sich die Effekte, okay, die Terradox ist ein jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber allein die Protonenstrahlen ist für mich haptischer als zum Beispiel im neuen Film immer noch. Witzigerweise hat er viele Effekte 1:1 übernommen. Das heißt, er hat die von den Filmstreifen, er hat die Originalfilmstreifen gefunden, wo diese Effekte drauf sind, und hat die in den neuen Film eingearbeitet. Ah, okay. Die haben auch, die Terradox sahen für mich auch ein bisschen Stop-Motion animiert aus, oder? Der eine, der da. Die haben echte gemacht, aber bei dem Laufen ist der, glaube ich, CGI. Da ist der, glaube ich, nicht Stop-Motion. Also müsste ich mal, also ich weiß, dass sie sehr viel im Neuen auf Figuren gesetzt haben, echte Figuren, und dann halt manche Sachen halt dann durch CGI gelöst haben. Aber da sollten wir gleich dran zukommen, wenn wir dann spoilern. Ja. Ich möchte mal eine Kritik, eine damalige, vorlesen. Die erstaunliche Perfektion der Spezialeffekte steht in umgekehrtem Verhältnis zur Intelligenz der Story und Dramaturgie. Eine sich verselbstständigende Trickshow, deren beabsichtigte Komik nur schwach zu erahnen ist, immerhin unterhaltsam, wenn auch nur durch die solche Synchronisation zusätzlich belastbar. Also, dann haben wir hier... Ja, Helmut Karasek hat im Spiegel einmal geschrieben: Richtig ist, dass die Ghostbusters als frivole Komödie nicht das Millionenpublikum gefunden hätten, das sie brauchten, um mit den Spielberg-Abenteuern und Lucas Weltraumschlachten konkurrieren zu können. Ivan Reitman jedenfalls scheint mehr und mehr auf den puren Vandalismus im letzten Zuschauer zu spekuliert zu haben, wenn er gegen Ende des Films alles kurz und klein brennt. Die deutsche Synchronisation besorgt den Rest. Sie treibt die Geister der deutschen Sprache aus. Mein Gott, es ist einfach so, das sind die Leute, die einfach sauer sind, dass sie nicht den nächsten französischen Arthouse-Film in Schwarz-Weiß mit kantonesischen Untertiteln reviewen dürfen, sondern sich einen Mainstream-Film angucken. Ich kriege manchmal bei den Pressevorführungen, kriege ich manchmal einfach einen Föhn. Ich hatte letztens irgendwann auch mal so, ja, und dann, ja, jetzt ist es ja so State of the Art, und ich dachte so, oh Gott, ey, alter Falter, ey, wir schreiben über Filme. Kennt das, nehmt euch nicht so ernst, aber das darfst du ja nicht, ne? Dann ist ja hier so, oh, ich schreibe hier für Tio. Ja, ja, ich sag ja, wenn ich mich schlecht fühlen will, gucke ich Autorenkino der 80er Jahre, gerne von Deutschen. Ich meine, muss man sagen, war damals eine andere Zeit, auch was die, ich meine, da ist nicht jeder Podcast-Honk hergekommen und hat schön über die Filme geredet. Da waren ja noch die Kulturkritiker, die dahinter standen und das beschrieben haben. Michael, du weißt, dass man uns nachsagt, dass wir auch alles schlecht finden, ja? Ja, tun wir ja auch. Ja, ihr seid schon auch, ne? Also war schon das eine Mal, ein andere Mal, dass ich gedacht habe, meine Fresse. Also, erster Teil, vielleicht ganz kurz, ich hatte es gerade eben erwähnt, und da können wir vielleicht mal ein bisschen reingehen. Zum ersten Teil gab es ja durchaus ein Computerspiel, nämlich das für C64. Ich hatte keinen C64, aber ein Kumpel von mir hatte einen, und wir haben dieses Spiel, obwohl wir nicht wussten, was wir machen mussten, sehr, sehr oft gespielt. Sven, kennst du das auch noch? Ja, ja, das ist immer noch eines der besten Filmumsetzungsspiele, die es so damals auch für den C64 oder gerne für 8-Bit-Systeme gab. Das hatte halt einfach den Riesenvorteil, dass es nicht als Ghostbusters-Spiel geplant war. Ach nein? Nein, David Crane sollte ein Spiel machen, das war von einem Pen and Paper, ich glaube Auto Duel. Und das hatte er schon, also sehr weit entwickelt. Und dann, kam, glaube ich, ein, zwei Monate vor Release des Kinofilms, kam sein Chef an und sagte: Hier, ey, wir haben gerade die Ghostbusters-Lizenz geholt. Das muss zum Release fertig sein. Mach was drauf. Und dann hat er überlegt und hat gesagt: Naja, gut, statt mit dem Auto dadurch statt zu fahren, machen wir jetzt ein Ecto draus. Dann machen wir ein paar Sequenzen rein, ein bisschen. Deshalb hat das ja auch so ein minimales Wirtschaftssystem drin und sowas, ne?
Ja, und daraus ist dann Ghostbusters entstanden und wirklich immer noch ein Spiel, das man heute noch spielen kann. Also das funktioniert. Das ist, ne, ist, ja. Uns hat natürlich damals der digitalisierte Sample von Hammer. Bill Murray, He Slimed Me, ja, das war natürlich ein Knaller. Und das Spielprinzip, ja, so wenig wir es verstanden hatten, aber das zumindest, du musstest ja die zwei People da erst so konfigurieren, so rechts und links hinstellen, damit dann der Slimer in der Mitte ist und dann rechtzeitig die Falle hinstellen und so weiter. Ich habe übrigens gerade noch eine WhatsApp gekriegt von der Paula, die uns darauf hinweist, dass Ray Parker Jr., wo wir doch über seine finanziellen Verhältnisse gesprochen haben, unter den 10 bestbezahltesten Gitarristen 2021 geführt wird, mit einem geschätzten Verdienst von 46 Millionen Dollar. Also der nagt definitiv nicht am Hungertuch. Der Arme, warum tut er mir leid, ey. Ja, das ist mehr als Joshua Kimmich, ja. Und der muss jetzt verdammte Hacke auf ein Wochengehalt von 340.000 Euro verzichten, um jetzt hier auch mal hier eine klassische Neiddebatte aufzumachen. Kann ich was spenden? Ja, aber echt, ey. Lass uns eine Charity-Aktion machen. Und, oh Gott. Ja, so. 2021. Den haben wir immer gespielt und dann kam der zweite Teil. Da können wir auch gerne kurz drüber. Ich habe den zweiten Teil letztens nochmal geguckt. Der zweite Teil kam ja dann 5 Jahre später, hat also schon ein bisschen auf sich warten lassen für die 80er, wo ja so Sequels dann durchaus schneller kamen. Er hat interessanterweise im Deutschen keinen zusätzlichen Titel, also nicht nur was wie Jetzt erst recht oder Diesmal sind die Geister echt oder sowas. Secret of the Ooze. Ja, in der Hölle ist der Teufel los oder irgendwie so ein Unsinn. Ich habe ihn letztens noch mal geguckt, auf Netflix ist er, glaube ich, gerade zu schauen. Ja. Und ich kann einfach immer noch nicht verstehen, warum der so ungeliebt ist. Also ja, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig wie der zweite, aber warum der so viel in der Retrospektive immer so gekloppt wird, kann ich gar nicht so nachvollziehen. Ja, das Problem ist ich kann da mal ein Beispiel nennen, als das erste Skript mal rumgeschickt wurde von Ghostbusters 2, da gab es mal, irgendwo habe ich mal einen Screenshot davon gesehen. Da hat dann einer, der hat das zurückgeschickt mit dem Kommentar, warum hast du mir das Falsche geschickt? Das ist doch der erste Teil. und das ist, glaube ich, die große Kritik an Ghostbusters 2, dass es eigentlich fast 1:1 der erste Teil ist. Aber, also ich habe Ghostbusters 2 damals auch im Kino gesehen. Die Szene mit den abgeschnittenen Köpfen macht heute noch Angst. Ja. Aber ich finde halt auch zum Beispiel auch, dass Winston auch eine größere Rolle hat. Der Humor ist gut, die Geister sind gut. Es ist einfach ein Ghostbusters-Film. So. Und dann brauche ich auch, ja, natürlich, er ist ein bisschen schwächer und hey Gott, warum haben sie nicht Ray Parker Jr. nochmal genommen? Die Musik geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. Es waren halt auch Ende der 80er, Anfang der 90er. Und er hat natürlich, weil sie immer sagen, ja, der lief ja schwächer. Der lief 1989 an. Da lief Batman, da lief Back to the Future 2. Da lief, ich weiß nicht, ich habe mal letztens geguckt, ich glaube, Indiana Jones 3, das war ein mega, das war, ich glaube, das geilste Kinojahr ever. Wenn ich weiß, also, ne, also da hat man es auch schwer als Film, ne? Genau, allein die Szene mit der, was ihr gerade im Chat schreibt, die Szene mit der Titanic ist mit einer der geilsten Szenen in Kinofilmen. Ja, besser später als nie, ne? Was ich dann auch erst irgendwann in den 2000er Begriff haben, dass das Cheech Marin war. Ja, und ich dachte immer, es ist Richard Pryor, bis ich dann auch irgendwann gecheckt. Ja, nee, dafür war der ein bisschen zu hell. Ja, es ist so im ersten Moment so, Richard Pryor, aber genau, Cheech Marin, ja. Das habe ich auch erst vor ein paar Wochen, glaube ich, mitgekriegt, als ich da mal so bei IMDb da mal so ein paar Dinge durchgeklickt habe in Vorbereitung auf das Ganze hier. Und der Stefan schreibt da noch im Chat, als Kind fand ich die babyjagende Badewanne am grusigsten. Die war auch gut. Die war auch gruselig. Also ja, ich fand die schon gut gemacht, definitiv. Ja. Ich bin ja ein Sucker für Origin-Filme. Du kannst mir mit einem Origin-Film immer kommen. Und deshalb fand ich diesen Reset, den wir ja am Anfang haben, ja klar ist es wie im ersten, aber dass sie nochmal wieder zurück mussten, von Anfang an starten,
mir war es damals nicht bewusst, dass ich diese Art von Film mag, aber das hat mich auch reingezogen. Das ist nicht so, wir sind immer nur am, wir sind jetzt die Helden der Nation und feiern uns bis zum geht nicht mehr. Nee, die müssen sich schon wieder hocharbeiten und das mag ich an dem Film und das mag ich auch an diesem Film. Und auch der Ansatz, ja klar, wenn man ins Rein geht, dann ist er halt 1:1, aber es hat genug Änderungen drin, wie mit dem Schleim und Vigo und dann mit Peter McNichol, der den Typen da spielt. Man hat schon eine gewisse Varianz drin, die viel Spaß macht. Nein, Spaß macht er auf jeden Fall. Ich kenne einige, die halt sagen, sie finden ihn besser als den ersten Teil. Ne, das hat dann aber auch damit zu tun, die haben den damals auch zuerst gesehen. Ne? Das ist so immer ne, dieser Kindheitseffekt. Ja. Ne, also ich habe die natürlich auch im Kino gesehen und du hast gerade die Musik angesprochen. Ich habe mir dann die Platte gekauft und von der Platte war ich dann doch sehr enttäuscht, weil ich stehe halt nicht auf Rap und R&B und Hip-Hop und so. Das ist halt 0,0 meine Mucke. Ja. Und ich habe die so durchgehört und dachte mir so, okay, warum catcht mich jetzt diese Platte nicht so wie der Original-Soundtrack? Ja, ja. Es ist, ist ziemlich krass. Das ist ja auch, dass der Score nie offiziell erschienen ist, bis endlich diesen Sommer. Ach, wirklich? Und dann habe ich, ja, der ist jetzt offiziell auf CD, kannst du den holen, oder auch MP3. Und ich habe ihn gehört und habe mir auch die CD geholt und habe mir gedacht so, okay, fuck, der ist richtig belanglos. Ja, also es hört vielleicht ein oder ein. Nein, aber den Ghostbusters 1 Score, den kann ich immer gerne mal hören. Der ist Elmer Bernstein, der ist einfach toll. Ach so, okay, jetzt weiß ich, wovon du redest. Du meinst den vom Zweier, den Score. Okay, ja. So, und der vom Zweier, ich weiß auch, warum sie den 30 Jahre nicht released haben. Ne? Also irgendwie, ich finde den ziemlich. Da fällt mir jetzt. Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht ein. Da fällt mir jetzt nicht ein einziges Musikstück ein, außer Higher and Higher. Genau, das sind Songs. Aber das ist ein Song, Score, genau. Der richtige Score. Genau, das ist so. Und das ist halt einfach der Score. Beim Ghostbusters Score von Teil 1 habe ich direkt zig Themen im Kopf. Ja. Genau, hast du Themen im Kopf, dass wenn wir jetzt wenn wir über Legacy reden, kommt das ja zu Genüge vor, ja. Was man auch, ich meine, ihr habt es gerade schon gesagt, warum der vielleicht sogar bei Kindern oder Jugendlichen besser angekommen ist, vergleiche ich auch so ein bisschen mit einem ähnlicher zweiten Teil, der rausgekommen ist, der zweite Turtles, das Geheimnis des Us. Der war auch bunter und knalliger und poppiger. Also der war noch, der zweite war definitiv mehr an die Jugend gerichtet und dementsprechend hat es auch einen reingezogen. So ein bisschen auch wie ist auch immer so der erste Teil wie Alien. Alien ist ein absoluter Psychothriller. Zweite Teil ist Action. Aliens ist Actionfilm. Und für die, gerade als jüngerer Zuschauer, kann man sich in diese Art von Genre besser reingucken und an das poppigere, leichtere, als die Wertschätzung für den für das ernstere, düstere wahrzunehmen. Du hast bei Ghostbusters 2 hast du ja auch viel mehr Sachen drin, die damals schon angepasst sind auf Jugendliche. Die rauchen nicht mehr. Zum Beispiel. Stimmt, ja. Fluchen ist auch eigentlich so gut wie raus. Also das ist halt einfach, sie haben den dann schon sehr, sehr angepasst, ne? Es ist übrigens so ein kleiner lustiger Filmfehler, der bei Legacy, also beim Trailer aufgefallen ist, da zeigen sie ja, dass als der zweite Trailer, wo Janine auftaucht und wo man dann das Bild sieht von den vier vor der Feuerwache, da merkst du nämlich, dass es eigentlich ein Set-Foto ist und nicht ein Foto, was aus dem Film sein soll, weil Harold Ramis hat in der Hand eine Zigarette und Egon Spengler raucht nicht. Also es ist halt so, da fällt dir halt auch einer einfach nur auf, wenn du die Filme 5728 mal gesehen hast. Also apropos Feuerwache, ich war in New York, habe ich mir die Feuerwache mal live angeschaut. Das Gebäude, das steht ja da. Und ja. Es ist auch durchaus der Du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich. And Letter 8. Du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich. Welchen? Es können eigentlich meine Fotos sein. Ich beiß mir bis heute in den Arsch, dass ich kein Selfie davor gemacht habe. Ah, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Nein, ich habe eins einfach gemacht. Fotos gemacht und denke mir so, fuck. Ich habe eins, aber das habe ich jetzt hier nicht in meinem Doch, ich habe eins, haha, genau, ich habe eins.
Ja, das ist aber irgendwann immer. Hier, Slimer als Busfahrer, das ist auch so ein Grund im zweiten Teil. Slimer ist auf einmal nett. Ja. Ist ja gut, dass er den Real Ghostbusters geschuldet, aber und halt der Hauptgrund, warum er im dritten Teil nicht mitspielt. Ja. Also in Legacy, aber gut. Wenn es was Gutes zum Teil 2 gab, also wie gesagt, ich fand den ja grundsätzlich auch gut. Ich habe da jedes Mal meinen. Und hab's, nein, es war schlimmer gemeint, als ich es schlimmer gesagt habe. Ich wollte gerade sagen. Nein. Was wirklich auch ich beim Teil 2 gut fand, so hätte ich es korrekt sagen sollen, war, und da stehe ich vielleicht etwas exklusiv mit der Meinung da, und bis vor ein paar Wochen wusste ich überhaupt nicht, dass es etwas gibt, was du besitzt, Sven, war das Spiel zu Ghostbusters 2. Was ich mir von meinem sauer überreichten Taschengeld meiner Eltern mal gekauft habe für den Atari ST. Es hat 3 Level und ich fand dieses Spiel toll. Ich fand es wirklich toll. Diese 3 Level, die habe ich gespielt bis zum Verrecken. Fast schon auf Speedrun-Niveau. Im ersten Level musste man sich abseilen in den Van Horn-Schacht. Im zweiten Level, was war so ein ein Shoot'em'up, da steuerte man die Freiheitsstatue und musste mit so einem Feuerball die Geister abschießen. Und das dritte Level war so isometrisch. Da musste man so ähnlich wie bei dem C64-Spiel die Ghostbusters in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Equipment an die richtige Stelle bringen, damit die dann Vigo besiegen. Und das Ganze mit vielen Digi-Sounds und schlecht aufgelösten Bildern. Ich hab's geliebt. Und jetzt habe ich gesehen, da gab's noch eine Version von der ich nichts wusste und du hast sie. Ja, also erstmal gibt's übrigens noch eine andere Version, das weiß auch kaum jemand. Es gibt für den IBM-PC auch ein Ghostbusters 2-Spiel, was völlig anders ist. Okay. Und das ist halt ziemlich krass. Und was eine Version ist, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Und zwar hat Activision damals 1989 noch eine Atari 2600-Fassung entwickelt. Hat aber dann gesagt, naja gut, Atari 2600, das Ding ist jetzt 11 Jahre alt oder sogar schon 12 Jahre, kam ja 77 raus. Das lassen wir einfach mal, außerdem ist die Umsetzung einfach scheiße. 1992 dachte sich aber die Firma Salut Limited, wir bringen das Spiel nochmal offiziell raus. Und zwar wirklich Ghostbusters 2 für den Atari 2600 offiziell released. 15 Jahre nachdem da gab es das Super Nintendo schon. Und ein absolut grottiges Spiel. Also es müsste das letzte oder vorletzte offiziell für den Atari 2600 erschienene Spiel sein. Und bis vor kurzem wusste ich das auch nicht. Ich habe gesehen, was ist das denn für ein Kack? Und ganz übel. Also wirklich. Also es gab einen Grund, warum sie es nicht veröffentlicht hat. Keine Ahnung, wer die geritten hat. Also ich finde es natürlich gut, ne? Es ist auch nicht so ein Seltenheitswert, weil es hat sich damals nicht verkauft und bis vor ein paar Jahren konntest du es echt günstig noch kriegen. Aber es ist halt schon sehr, sehr speziell. Aber nice to have in der Sammlung. Ja, und dann wurde es irgendwie ein bisschen still um die Ghostbusters. Die Real Ghostbusters gab es dann noch bis 91. Und dann gab es immer wieder mal so das ein oder andere Videospiel. Ja, okay. Aber im Grunde genommen war so die Wiederbelebung dann für mich wieder bei diesem Franchise, neben den Gerüchten, dass da mal ein dritter Teil kommt und so weiter, war eigentlich dann 2009 mit diesem sensationellen Ghostbusters The Video Game. Es gab noch die Extreme Ghostbusters. Ja, die Extreme. Die Extreme Ghostbusters, die habe ich aber nicht mehr geguckt, da war ich dann. Da waren wir zu, ich weiß nicht, zu alt oder, ja. Aber ja. Also ich habe ich habe die wahrgenommen, aber habe das gesehen, habe mir gedacht so. Ja. Das war so die Zeit rum, wo da hatten die ja auch diese Man in Black Cartoon-Serie rausgebracht. Das war ungefähr zur selben Zeit. Ich fand die eigentlich ganz gut. Auch hier wieder Origin Story. Ich fand gut, dass sie hier auch wieder kleines Reboot gemacht haben und versucht haben, mit neu der Jugend da anzufangen. Ich mochte diesen Stil, der so ein bisschen in eine Mischung von Batman Animated Series und Gargoyles und so gegangen ist, mit diesem sehr, sehr düsteren und Erwachsenen-Einschuss. Ja. Ich hab's aber auch nur, ich glaube, es lief auf RTL damals, ich aber auch immer nur ein paar Folgen gesehen. Interessanterweise ist das halt eine Serie, die was Diversität anging, sehr, sehr weit fortschrittlich war. Also das muss man auch schon sagen, ne? Die eine im Rollstuhl, POC, ne? Also war schon ziemlich, also
Wann kam die raus? 97 oder so? Irgendwie so 96, nee, ja. Ich glaube, ja. So nach dem MIB, ich glaube 97, 98, irgendwie sowas, ja. In der Richtung war das. Mhm. Und dann kam dieses Videospiel und dann habe ich die Ghostbusters wieder wahrgenommen und das habe ich auf der Xbox 360 gespielt. Und da habe ich mir gedacht, scheiße, Mann, das als dritter Teil, das wäre ein Knaller. Weil da waren ja alle mit an Bord, sogar Bill Murray war dabei. Ja, also das Ding wird ja in Fankreisen inoffiziell als dritter Teil gesehen. Und ich weiß nicht, ob es noch inoffiziell ist, weil es ist eine Sache, die sehr interessant ist. Winston hat ja da seinen Doktortitel schon. Mhm. Er steht als Doktor. Und wenn du dir mal den Abspann von Legacy anguckst, da steht auch Dr. Winston Sennemore. Also ob man müsste mal Reitman fragen, ob er das, also ne, wenn wir ja gleich darüber wechseln zu Thema Easter Eggs, gut, da sind wir, glaube ich, um 3 Uhr morgens noch nicht fertig. aber ich könnte mir vorstellen, weil er so viele Sachen gemacht hat, das sind auch Sachen, die wirklich nur den extremsten Fans oder Cosplayern auffallen, dass er auch sowas bedacht hat. Würde mich nicht wundern. Hm, aber es ist Ghostbusters, das Videospiel ist einfach der Knaller. Und du kannst es heute, du kannst es ja im Koop spielen und die Xbox-Server laufen immer noch. Du kannst es immer noch auf der Xbox One mit der Version aktuell spielen. 2009, als das so rauskam, war ich gerade nicht so tief. Ich glaube, das war noch so PlayStation 3 Zeiten, wo das war. PlayStation 2, PlayStation 3 Zeiten. PlayStation 3. Ja, ich habe es in der Tat erste Mal vor ungefähr 1,5 Jahren auf der Switch gespielt, weil halt der Remaster dafür rausgekommen ist. Genau, ja. Und bin auch ein Fan davon. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal spielen, weil teilweise die Spielmechaniken dann doch etwas dröge sind. Ja, klar. Aber allein für die ganze Atmosphäre, die da aufbauen und dass die wirklich die Originalstimmen alle dafür bekommen haben. Und letztendlich spielt man ja mehr oder weniger auch hier, wie es die ganzen Sequels, auch wie es Teil 2 und jetzt Afterlife teilweise auch machen. Es ist ja teilweise auch wieder eine Wiederauflage von Teil 1. Sie nutzen ja so viel davon wieder. Der Marshmallow-Man kommt zurück. Du bist wieder im Hotel unterwegs, im Sedgwick und so weiter. Das will man ja auch schon. Auch die ganzen Nebencharaktere, ne? Das ist halt einfach geil, ne? Dass sie Walter Peck mit da drin haben und so. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil gemacht im Spiel. Und es basiert ja nun mal auch wirklich leicht auf das Ghostbusters in Hell oder Go to Hell oder sonst irgendwas Skript von Aykroyd, und der hat ja auch da mitgewirkt, und also man merkt halt schon einfach, okay, das haben Hellband, genau. Das haben Leute gemacht, die da auch sich schon mit beschäftigt haben. Ne? Also, das ist nicht einfach nur so ein Ghostbusters-Spiel. Ich meine, man kann sich ja sogar auf YouTube die zusammengeschnittenen Versionen anschauen. Nicht unbedingt, ist zwar auch so eine Art Let's Play. 3 Stunden oder sowas, ne? Ja, genau, 3,5 Stunden, nicht wirklich ein Let's Play, aber einfach ein guter Zusammenschnitt für die ganzen Zwischensequenzen. Es ist nicht ganz so, zieht einen nicht so ganz so rein, wie wenn man spielt, aber wenn man wenigstens mal die Story so ein bisschen mitbekommen möchte und so ein bisschen da reinsehen will, ist das schon ganz gut. Genauso wie die kleine Doku, die es dazu gibt, oder dieses Making-of, das 10-Minuten-Ding, wo sie alle einmal zu Wort kommen und Dan Aykroyd auch wie immer betont, für ihn ist es der dritte Teil, das ist für mich der dritte Teil und das liebe ich daran, und dann geht da über in Erklärungen, wie dass die Proton-Packs ja eigentlich 90 Milliarden kosten würden, wenn man sie entwickeln würde und alles. Ja. Schreibt doch gerade eine Ivo Shando als Endgegner. Das ist übrigens auch im Spiel, ist ein Foto von Ivo Shando zu sehen. Und wer sich dieses Foto mal anguckt, und Legacy, ist halt auch sehr ähnlich. Ne? Also es wäre so eine Frage, die mich bei Jason Reitman mal sehr kitzeln würde, zu sagen, wie sehr ist das Spiel mit Kanon?
Protonenpack ist ein gutes Stichwort. Ihr müsst nämlich keine 39 Milliarden Dollar oder was auch immer dafür ausgeben. Nein, man kann jetzt ein Protonenpack als in einer Art Kickstarter bei, und ich blende euch das mal ein. Ja gut, das ist ja auch, nur Hasbro, ist auch so ein kleines Independent-Spielzeug. So ein kleines Independent-Label, ja. Kickstarter. Ja? Die haben auch nichts mit Funko oder so zu tun. Bei Hasbro nämlich Becken. Ich habe es euch mal hier eingeblendet und natürlich, als ich es, ich liebäugel schon lange mit einem Protonenpäckchen, allerdings war es mir bisher, sage ich mal, mein Fandom nicht groß genug. Sven, das ist bei dir ja was anderes, ja. Jetzt ist der Michael rausgeflogen, der kommt gleich bestimmt gleich wieder. Das ist ja bei dir was anderes, aber während der Michael sich gleich wieder einwählt, können wir ja kurz mal darüber sprechen. So ein Protonenpäckchen, wie ich jetzt hier gebackt habe für 350 Pfund, hast du ja schon, allerdings wahrscheinlich noch mal drei Stufen verschärfter, oder? Ich hatte angefangen, mir mal eins zu bauen, dann habe ich mich ein bisschen aus dem Bereich so zurückgezogen und hatte jetzt wieder vor, eins zu bauen. Und Isa meint jetzt auch, willst du es nicht bestellen? Willst du es dann nicht bestellen? Ich so, ja, toll. Ich so, toll, 2023, finde ich auch schon geil. Und wie gesagt, mich nervt es halt einfach. Wir reden hier von Hasbro, dem größten Spielzeughersteller der Welt, der ist aber gang und gäbe und er hat ja auch, es ist ja auch erfolgreich. Das Ding hat ja jetzt die, weiß ich nicht, zweite, dritte Stufe erreicht. Genau, ja. Ne, und das Pack, muss man aber auch mal sagen, ist auch geil. Also das sieht schon echt ziemlich cool aus. Ne? Und für 399 oder ne, ist es schon. Ja. Also das ist ein guter, sehr guter Preis. Also normalerweise kommst du unter, wenn du ein Pack mit Soundeffekten und so weiter hast, wirst du unter 700, 800 Euro nicht runterkommen. Und das ist nur der Bausatz, ja? Dann hast du es noch nicht zusammengebaut. Genau. Ja? Genau, dann brauche ich natürlich auch den, weil den gibt es extra. Ja. Also bin ich jetzt wirklich Manchild Deluxe mit Eichenlaub und Schwertern, ja. Und habe dann mir also den Spengler Wand schon mal bestellt, weil bevor der weg ist und der dann bei eBay für horrende Summen weggeht, habe ich mir den also schon mal in entsprechender Voraussicht gesichert. Und ganz ehrlich, das ist schon mit so das geilste fertig produzierte Prop, was ich in der Hand hatte. Also es gibt ein paar Dinge, die kann man verbessern, brauchen wir jetzt hier nicht drauf eingehen. Googelt es, guckt es euch bei YouTube an, da wird das Ding gemoddet. Aber so out of the box ist das Ding schon ziemlich geil. Ich möchte es euch mal ganz kurz so ein bisschen im Detail zeigen, weil es einfach echt ein Knaller ist. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich hier die Kamera mal eben schnell auf mich nur stellen kann. Nee, habe ich jetzt nicht hier eingerichtet. Dann bleibt es eben mal eben kurz hier. Also, zum Ersten, du musst beim Anschalten eine gewisse Reihenfolge beachten. Also wenn ich jetzt hier einfach hier den Knopf da drücke oder hier auf Activate oder so, da passiert gar nichts. Das heißt, ich muss erst den Hauptschalter aktivieren. Dann hier den Activate. Dann fängt das Ding tierisch an auch zu brummen. Und dann kannst du hier noch die Intensität bestimmen. Die kannst du entsprechend hier noch hoch und runter regeln. Dementsprechend heftig macht das dann. Und dann hast du erst hier diesen Activate-Button, der dann auch wirklich funktioniert. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber da ist ja gar kein Licht und Sound dabei. Ach, ich bitte euch, man kann natürlich hier draußen noch das nach vorne raus machen und dann leuchtet es hier vorne. Kommt jetzt in dem Video, glaube ich, nicht so rüber. Und natürlich kann man es auch wieder runterfahren mit dem besten, immer noch einem der besten Sounds der Filmgeschichte. Sensationell. Ja. Völlig unnütz ausgegebene 100 Euro, die perfekt bei mir im Schrank stehen und die ich sehr gerne angucke und sehr gerne benutze. Und das Protonenpack, wie gesagt, das habe ich jetzt gebackt für 350 Pfund oder was. Dann ist hier eine extra andere Verbindung dabei für den Schlauch. Hier ist schon die vorgefertigte, hat ja alles einen Namen, Sven, du wirst es wissen, wie das Ding dann da heißt. Und das für mich mein Preis. Ist Originalgröße 1:1. Auch das Päckchen wird 1:1 sein. Er kommt hier an die Wand. Ja. Ich freue mich drauf.
2023 ist dann soweit. Es ist halt einfach geil. Das muss ich einfach sagen. Das ist halt einfach das Geilste. Aber gut, okay. Da lasse ich es noch gelten, dass ja momentan sämtliche Hersteller Probleme haben. Egal, was du kaufst mit Lieferungen und das kann ich schon nachvollziehen. Aber ja, ich bin halt auch, also Isa meinte auch, ja komm, ne, wenn man es doch eh nicht mehr holen kann danach, dann bestell's doch, ne. Wahrscheinlich werde ich es. Ich habe ja noch bis zum 6. September Zeit, ne. Also von daher. Kannst du dich zu Nikolaus beschenken? Ja gut, zu Nikolaus 2023, wenn es dann rauskommt. Also da kommt ja eh dann wahrscheinlich eine halbe jährliche Verspätung. Irgendwas gehabt, Hasbro, irgendwas mit Star Wars Bereich, mit irgendeinem Mandalorian-Toy, wo sie auch so viel Geld eingesammelt haben und dann sah das Toy nicht so aus wie in der Serie oder so, irgendwas war da doch. Aber okay. Hier machen sie ja jetzt schon vieles richtig. Also hier zeigen sie ja schon das produktionsfertige Design und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir jetzt gerade auch eben die Egan Spengler Wand bestellt habe. Schnell noch bevor. As we speak. As we speak. Aus Frankreich. Und Michael, jetzt geil, aber ich habe gar kein Geld über. Leute. Ehrlich, ja, Entschuldigung. Weißt du, das ist Scheiß, wie bei den Geisterjäger. Bei Ghostbusters, das ist doch auch. Wir haben kein Geld, aber und die Zinsen aufs Haus. Na, gibt ja sowieso überall gerade nur Negativzinsen, also kann ich besser mein Geld da reinstecken. Zahlst bei PayPal auf Raten oder so, dann geht das immer. Und was hast du mit deinem Geld so gemacht, mit deinem sauer verdienten? Ja, mit Mitte 40 noch Spielzeug gekauft. Da oben habe ich mir ja auch letztens, hatte am Ende irgendwie 60 oder 70 Euro gekostet mit der Zollgebühren, der Neka Goliath von Gargoyles, der einfach zu geil ist und der neben meinen Neka Turtles aus dem ersten Film steht. Also, man ist halt ein kleines Kind, ne? Ja, ich möchte mal ganz kurz abweichen. Habt ihr dieses mega geile Lichtschwert gesehen, was nächstes Jahr im Disneyland, in diesem Star Wars Hotel, was du käuflich erwerben kannst, ein richtiges Lichtschwert? Aber das kann man doch nicht kaufen da. Wirst du dort kaufen können, aber nur in diesem Hotel. Aber ich habe es so verstanden, dass es im Hotel anzusehen ist und man kann es da benutzen, aber dass die es nicht verkaufen werden, auch nicht in dem Hotel, sondern dass man es da nur spielen kann. Und es wird so ein bisschen spekuliert, dass ja, die haben die Technik hinbekommen, aber wahrscheinlich ist es zu schnell, geht es zu schnell kaputt, sodass wirklich nur die Schauspieler das da drüben in dem Hotel ordentlich die ganze Zeit benutzen dürfen. Okay, das kann was natürlich. Ah, okay, jetzt sehe ich es gerade, vor 5 Tagen. Okay, weil ich bin mir sicher, dass sie, als sie es vor einem halben, dreiviertel Jahr angekündigt haben, oder vor einem Jahr gesagt haben, man kann es in Galaxy's Edge kaufen, ja, genau. Ja, genau, da hieß es nämlich, dass du es da kaufen kannst. Ich vermute mal, ich stimme dir da gerade zu, dass sie irgendwann gemerkt haben, okay, wir können jetzt, wenn wir schon 8.000 Euro für 3 Übernachtungen für 2 Personen in diesem Hotel verlangen, dann können wir nicht noch 5.000 Euro für Dollar für das Lichtschwert verlangen, aber ja. Mit dem du nicht mal kämpfen kannst wahrscheinlich, ne? Das Hotel, das Hotel ist ja ausgebucht, das ist die Sache. Das ist so krass, die Amis, ne? Ist einfach so krass, ne? Du kannst den Leuten halt, wie ihr schon geschrieben habt, auch bei Star Trek, natürlich werde ich mir Paramount Plus kaufen, wenn es rauskommt. Ja. Es wird die nicht stören. Yes. So traurig ist es. Übrigens an der Stelle kurz der Hinweis für alle jetzt im Stream und die das als Podcast hören. Wir werden Star Trek Discovery besprechen. Ab nächster Woche Donnerstag, alle 14 Tage geht's dann los. Und dann würde ich sagen, allerdings mit einer Besonderheit. Wir werden es im Stream, hier im Livestream besprechen. Die Podcast-Version des Ganzen von unseren Besprechungen wird erst zur deutschen Veröffentlichung rauskommen, weil es einfach keinen Sinn macht, das jetzt alles irgendwie schon zu verhauen. Genau. Das also heißt, wer gucken möchte, kann hier auf YouTube direkt und Twitch dabei sein. Richtig. Und alle anderen, die hören es dann eben, wenn es dann auf Sky kommt.
Hey, Jesus Gott. Mein Sky schafft es doch immer, wenn ich gerade so mein Abo wieder gekündigt habe. Ne? Du, deshalb haben wir halt Sky Ticket, finde ich so geil. Ja, also ich Sky Ticket meine ich ja. 14, ne? Ja, 14 Euro und du kommst immer kommen die, Isa fragt mich, wollen wir das nämlich mal langsam kündigen? Und ich so, nee, Schatz, da kommt gerade Dexter. Ja, aber genau, oder Mayans MC. Wellington Paranormal oder sonst so, es laufen immer irgendwelche Dinger und gerade die Sachen mit HBO finde ich natürlich dieses Jahr sehr geil, so einen Monat später, Suicide Squad und so weiter. Ja, aber man muss sagen, Sky, die verkacken es aber auch immer hier wieder. Die sollten mal endlich eine ordentliche Technik dahinter aufstellen, ja. Weil diese Streams sind so beschissen in ihrer Qualität. Ja. Das geht keine, es geht unter keine Kuhhaut. Kacke. Ja. Vielleicht macht ihr mal irgendwann einen Stream, da könnt ihr mich dazu holen, zu den ganzen Anbietern, weil ich glaube, bis auf jetzt die deutschen Dinger irgendwie Join oder so. Ich habe mit meiner Frau angefangen, Dexter nochmal durchzubingen vor New Blood. Hab mir dafür 3 Monate Sky-Ticket geholt. Es kriegt doch jeder andere Anbieter hin, als es auf Netflix lief, mit Untertiteln, mit den entsprechenden Tonspuren dabei. Wieso kriegt es Sky nicht hin, bei seinen Sachen Untertitel zu liefern? Tja. Weiß nicht, weil der Großteil der Kundschaft nicht lesen kann oder so, keine Ahnung. Das bei Sport brauchst du keine Untertitel. Ah, ehrlich. Ach, was habe ich denn letztens wieder? Ich habe doch tatsächlich gar nicht mitgekriegt, dass eine neue Staffel Tiger King überhaupt in der Mache war. Und habe ich ja am Wochenende waren wir Skifahren und abends im Sofa habe ich immer noch, wenn ich dann ins Hotelzimmer gefallen bin, immer so 2 Folgen Tiger King geguckt. Aber wir schweifen ab und nachdem wir jetzt ungefähr eine Stunde lang... haben wir 5 Folgen durchgeguckt. Ja, ja, nachdem wir jetzt über eine Stunde lang über Teil 1, 2 bisschen das Game und ein paar Props geredet haben, lasst uns jetzt mal einbiegen auf das... Filmwerk. Was mit 2016? Bitte, ich angeblich soll es ja auch 4 Indiana Jones Filme geben, ja. Da werden wir heute nicht drüber reden. Das sollen andere machen, ja. Unsere Mädels von Hipster Fangirl Fashion erzählen dir bestimmt gern 5 Stunden lang, warum 2016 Ghostbusters ein toller Film ist. Wir Old Dudes in unserem Bro-Talk hier, wie wir uns letztens beschimpfen lassen mussten, machen das natürlich nicht. Wir ignorieren das Ganze, so wie es auch der Film getan hat. Und Sven, du warst ja 2 Tage vor mir im Kino und ich war dann am Mittwoch oder am Donnerstag, glaube ich, weiß ich nicht. Und ich musste dich aus dem Auto heraus. Du warst in Köln. Genau. Ich musste dich aus dem Auto heraus anrufen, weil ich mit jemand sprechen musste, um dieses Erlebnis unmittelbar mit einem Gleichgesinnten zu teilen. Und ich habe es auch in meinem Single Review ja schon angedeutet. Ich war hin und weg. Ich war einfach hin und weg. Es ging mir ähnlich wie bei Rogue One. Ziemlich genau wie bei Rogue One. Details werden wir jetzt gleich ausbreiten. Gutes, Schlechtes, Perfektes und so weiter. Aber ich war hin und weg. Michael bringt es schon in Stellung. Und dann haben wir telefoniert und einfach nur so. Ja. Und dann am Ende. Und der Abspann. Und besonders bei dir, weil ich meine, und die 2. Abspannszene und du so, welche 2. Abspannszene? Ich so, du bist nicht nach der 1. gegangen. Oh doch, so, na. Du bist da rausgegangen? Ne, ich hab gefragt, wie viel gibt's eine Post-Credit-Scene? Ja, gibt eine. Alter, bist du Kino-Kritiker, du bleibst bis zum Ende sitzen. Es allein gibt das müsste deine nicht dein, zwei. Dieses ungeschriebene Gesetz. Du arbeitest in der Firma, du bleibst gefälligst bis zum Ende des Films sitzen. Aber ernsthaft, das war in München genauso. Die Hälfte ist rausgegangen. Ich denke so, okay. Und auch eine Truppe, die ich kannte, kam ich raus. Ich so, ihr wisst schon, dass ihr da gerade eine Szene verpasst habt. Eine recht wichtige Szene. Und ich so, ja. Also, lass uns mal. Ich war froh. Also in unserem Cinestar in Düsseldorf waren donnerstags ehrlich gesagt wirklich nur maximal 7-8 Leute drin in der OV, was mich überrascht hat, aber vielleicht auch nicht, weil wir so immer noch so eine Pandemie am Laufen haben. Aber alle sind auch sitzen geblieben bis zum Ende. Ja, lasst uns einsteigen. Wir sprechen schon über die After Credits, die Inhalte können wir gleich machen. Also Ghostbusters Legacy in Europa Afterlife.
Warum auch immer. Umgekehrt. Ja. In Europa und in vielen südamerikanischen Ländern. Genau, ja. Und heißt der Legacy, viele Amis, bei uns heißt der, genau, bei uns heißt der Afterlife, nee, bei uns im Original heißt der Afterlife und hier heißt whatever, ja. Ja. Weiß man, warum viele die Amis das geändert und viele, haben? Keiner, aber viele Amis sagen, und da stimme ich denen sogar zu, dass der Titel Legacy viel besser passt. Die sagen auch, ey, Afterlife, aber Legacy ist doch eigentlich logischer. Eigentlich müsste er einfach nur Epilog heißen. Ja. Weil das ist es. Ich bin aber dankbar, dass sie einen Titel dahinter gemacht haben und nicht wie bei Scream oder sonst. Jeder, der irgendwann mal mit einer Datenbank zu tun hatte für Spiele oder Filme und dann kommen die mit den gleichen Filmtiteln wie Prey an oder sonst irgendwas oder spielt hier und denkst so, scheiße, wie legst du das jetzt an? Ja gut, dann musst du halt den Klammer dahinter setzen oder sowas, ne? Dieses Jahr oder so, ne? Also ne, deshalb bin ich ja schon froh, dass er wenigstens irgendwas dahinter gesetzt hat. Ein Film, der ursprünglich 2020 in die Kinos kommen sollte, aus bekannten Gründen es natürlich nicht kam. Ja. Ein Film, der endlich einfach mal nur 2 Stunden geht und nicht 180 Minuten ohne irgendwas zu erzählen. Wunderbar. Ja. Regie von Jason Reitman, den Sohn von Ivan Reitman, der auch schon die ersten 2 Ghostbusters inszeniert hat. Und Sven, willst du mal ganz kurz sagen, worum es geht? Du hast ihn jetzt ja schon 4-mal gesehen. Es geht um Geister, natürlich, überraschenderweise. Nein, es geht wirklich ganz krass darum, dass man erkennt ihn natürlich nicht, aber man weiß, okay, da stirbt gerade Egan Spengler, dass er... Warum auch immer, und eine Sache, die im Film überhaupt nicht aufgelöst wird, er eine Tochter hatte, die mit ihm keinen Kontakt mehr hatte, das Haus jetzt erbt, selber pleite ist, mit ihren 2 Kindern alleinerziehend. Also eigentlich eine typische Jason Reitman-Story. dieses Haus bezieht und dann feststellt, oh, irgendwie so nach und nach, die Kinder stellen fest, der Großvater war einer der Geisterjäger. Oder wie Paul Rudd es sagte, wie bei The Walking Dead. Ne? Und ja, ne, und so kommt es dazu, dass nicht in New York, sondern in Somerville, ich glaube Oklahoma. Irgendwie sowas, Ohio, Oklahoma, irgendwie sowas, ja. War also schon ein Unterschied. in the middle of nowhere. Genau. Und dass sie dort feststellen, dass diese Stadt von einem gewissen Ivo Shandor gebaut wurde. Mit inklusive Mine und ja, sehr viel alte Bekannte dort am Ende wiederkommen, wieder in Erscheinung treten. Das ist übrigens, Gozer ist Olivia Wilde. Ja, ja, habe ich auch direkt gesehen. Das ist so ziemlich krass, ne? Ich habe die ganze Zeit gesagt, wer ist das? Aber J.K. Simmons habe ich dann doch schon erkannt, als ich wahrscheinlich, also der hat selbst ja, diese... Als er da lag, genau. Habe ich ihn erst nicht gesehen, als er aufgestanden ist, ja. Ja. Aber Olivia Wilde, die habe ich direkt, die hat ja so ein markantes Gesicht, aber das passt auch direkt dazu. Hammer, ne? Also wirklich doch, ne? Ne? Und das ist halt einfach, was soll man sagen? Michael, wie gesagt, der bringt sich langsam in Position, der läuft langsam warm. Aber für mich ein absoluter Feel-Good-Film, ja. Der für mich die Chance hat, das für die, sagen wir mal, für die junge Generation zu werden, was Ghostbusters für uns heute ist. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ja gut, aber du hast Kritiken von 1984 gerade vorgelesen, die gesagt haben, was ist das für ein Schrott? Ne? Also das ist natürlich immer schwierig, sowas zu sagen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er da so eine Chance hat, weil also jetzt mal von der ganzen Nostalgie und die Tränen, die am Ende geflossen sind, bei vielen erwachsenen Männern, inklusive mir. ne? Bietet er halt viel für, um halt eine neue Generation auch zu sagen, okay, das Ghostbusters ist geil. Also, ich werfe jetzt mal so ein paar Dinge in den Raum, ja. Und weil wir müssen uns ja, ich sag mal, auch an unseren eigenen Maßstäben messen. Und
ich kann ja schlecht hergehen und anderen Filmen übelsten Fanservice vorwerfen, wenn eigentlich dieser Film als Untertitel Ghostbusters The Fan Film oder The Fan Service Film haben müsste. Trotzdem drückt dieser Film für, und ich glaube einfach, und deswegen ist alles, was der Michael sagt, völliger Kappes. Ja, obwohl ich nicht weiß, was er sagt. Ja, ich habe noch nichts gesagt. Es ist schon jetzt völliger Kappes, weil ich glaube, dass dieser Film überhaupt nicht mehr sein will als ein Fan-Pleaser Deluxe. Ich glaube, mehr will der nicht sein, mehr Anspruch hat er nicht. Und das macht er bilderbuchartig bis zur Perfektion. Nicht, dass der Film frei von Schwächen ist. Ganz im Gegenteil, der hat seine Schwächen. Absolut. Aber abgesehen davon drückt er genau die richtigen Knöpfe und hat mich als Ghostbusters-Fan voll ganz abgeholt. Ich weiß, dass das andere anders sehen. Interessanterweise Podcaster oder YouTuber, mit denen wir eigentlich normalerweise so einer Meinung sind. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt das Video von Red Letter Media zu Ghostbusters angeschaut, die also überhaupt kein gutes Haar an dem Film lassen. Also null, ja. Und eigentlich haben schon ein oder andere Hörer uns gesagt, wir wären so das deutsche Red Letter Media, was so die Meinungen angeht. Also da liegen wir völlig auseinander. Die lassen absolut kein gutes Haar an der Nummer. Und ich denke mir so, ja, aber es, ihr habt recht mit allem, was ihr sagt. Aber der Film will gar nicht das alles sein, sondern er will einfach nur einen versöhnlichen Abschluss bringen und ein, ich finde, ein solides, mögliches Setup und jetzt können wir weitermachen. Und das ist genau das, was ich bei Star Wars vermisst habe, was ich bei Indiana Jones vermisst habe und bei vielen anderen Franchises, die Dinge nochmal aufgreifen, die richtigen Knöpfe drücken, damit man als Fan damit sozusagen abschließen kann und man sich bereit machen kann für was Neues. Hier wird, und das fand ich so angenehm, hier wird nichts dekonstruiert. Hier kriegt keiner eine schwierige Kindheit der alten Recken. Noch ist einer, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie sexuell übergriffig und deswegen darf er nicht mehr und keine Ahnung was. Der Cast ist divers, ohne dass es mir mit dem Moralzeigefinger unter die Nase gehalten wird. Und. So macht man das, meiner Meinung nach. Jetzt können wir nach vorne gehen und können ganz andere Dinge machen mit dem neuen Cast, aber so verabschiedet man respektvoll ein altes Franchise, sage ich mal, um es jetzt neu zu erfinden. Ja. Also das ist ja das, was bei mir sehr, sehr, also wo ich auch gesagt habe, okay, das ist gerade sehr, sehr positiv ist. Cameos sind oft peinlich. Also es gibt kaum Filme, weiß nicht, also bei 21 Jump Street fand ich sie sehr, sehr gut eingesetzt am Ende, die Cameos. Und hier sind sie, also sie sind nicht einfach nur, naja, wir müssen die jetzt irgendwie gucken, dass wir die irgendwie reinbringen, sondern sie sind relevant. Sie sind storyrelevant. Egan Spenger ist absolut storyrelevant. Selbst Janine ist relevant. Jeder trägt da seinen Teil bei. Und was ich vorhin sagte, was du meinst mit Fanservice, also ist Wahnsinn. Also du musst den Film eigentlich teilweise, gerade wenn du im Haus bist, musst du dir den in Pause angucken, um alle Details zu erkennen, die da drin sind. Der Buchstapel, klar, der fällt einem sofort ins Auge. Aber in der Küche steht zum Beispiel der Toaster aus Ghostbusters 2, was zum Beispiel die These widerlegt von vielen, die sagen, ja, ist jetzt Ghostbusters 2 nicht mehr drin im Kanon. Und sagt, nee, da sind Details drin, die sind aus dem zweiten Teil. Was ich vorhin meinte mit Cosplayern, wenn du das Protonen-Pack hast, fällt dir eins raus. Du wirst ganz schwer die Gun rauskriegen, weil diese Halterung ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass sie so rausziehst. Klar, die haben ja vor 35 Jahren nicht daran gedacht, dass 35 Jahre später erwachsene Leute mit 20 Kilo Packs auf dem Rücken rumlaufen und die da rausziehen sollen. Sondern die haben gesagt, das muss cool aussehen, der Rest ist egal. Und selbst das hat er reingebracht, nämlich als Phoebe einmal kurz so versucht zu ziehen und es hängt und dann muss sie nochmal ziehen und zieht es dann raus und denkt so, okay. Und das ist also so ein Fanservice für ein, lasset vielleicht 1000 Leute sein oder so, die dann da sitzen und sagen,
Wow. Genau so ist es, so, ja. Ne? Und absolut, das ist halt einfach, es ist so ein, wie du schon sagtest, auf jeden Fall ein Fest für Fans, aber auch einfach so für, ist so ein Ding im Gegensatz zu eigentlich Teil 1, obwohl das heute ja schon auch fast ist, aber es ist einfach so ein Film für die ganze Familie. So, jetzt darf ich noch eine Sache sagen. Michael, darfst du. Es ist endlich mal wieder ein Blockbuster-Film, bei dem ich gut gelaunt und beschwingt aus dem Kino komme. Ja. Weil der Film möchte, dass ich gut gelaunt und beschwingt aus dem Kino komme und nicht deprimiert, weil er irgendwas anders macht oder irgendwas beweisen will, dass er so, ach, wie toll ist. Und jetzt, Michael, darfst du deine Zeit, bitteschön. Aus 30 Sekunden. Also, ja. sagen wir mal so, ja, bei vielen Dingen stimme ich euch absolut zu, habt ihr auch recht, seid ihr auch genau die Zielgruppe für diesen Film, damit dieser Film gut funktioniert. Ich bin aus diesem Film rausgekommen und war begeistert. Punkt. Das war das Erste, was ich hatte. Allerdings habe ich es selten bei einem Film erlebt, aus dem ich begeistert rausgekommen bin, der mir dann am Ende so dermaßen stark aufgestoßen ist. Weil, und das kurz, so dermaßen selbstgefälliger Fanservice im letzten Drittel dieses Films eingebaut wurde, der für mich fast schon den gesamten Film kaputt macht, der doch so viel Potenzial hatte, wirklich mal eine Fortsetzung zu sein, die das ehrt, was vorher kam und das logisch weiterführt. Wir haben doch das Potenzial. Ich finde den Anfang super, diese Igen in der Dunkelheit, weil man auch natürlich nicht immer auf Harold Ramis zugreifen konnte, aber genau das so zu machen, super, schönes Setup, was passiert da, was möchte man, wir haben eine direkte Connection mit denen durch die Familie, die einem fremdet ist, man braucht noch gar nicht zu viel Backstory von denen reinbringen, wir haben interessante Charaktere mit der Nerdin, mit Podcast, mit Paul Rudd und so, funktioniert bis zu dem Zeitpunkt in dem Walmart-Verschnitt. Bis dahin funktioniert das alles wunderbar, weil sie was aufbauen und alte Sachen mit rein sprühen, ohne dass sie allzu selbstgefällig sind. Ab da macht diese ganze Walmart-Szene keinen Sinn mehr, was Paul Rudd der erlebt mit den Stapehaft Marshmallow Man, die da auftauchen, aus irgendeinem Grund, wieso die jetzt genau in dieser Form da sein sollten. Es macht nur Sinn, weil er der Schlüsselmeister und sie der Torwächter ist, genau nur aus diesem Sinn das reinzubringen. Die ganzen anderen Sachen, dass sie dann dahin fahren und versuchen, das selbst zu lösen, auch noch. Aber dass plötzlich dann, es war so klar, dass die Alten auftauchen in dieser Szene. Aber diese, vorher hat sie mit Dan Aykroyd telefoniert. In einer Exposition Deluxe. Wieso sollte dieser Mann, der dieses Kind nicht kennt, der einen fremden Anruf bekommt, in irgendeiner Weise plötzlich so offen darüber reden, wieso er so entfremdet ist mit den Leuten, die er seit ewigen Zeiten nicht mehr, Egon, den er nicht mehr gesehen hat. Es macht ja noch nicht mal Sinn, warum Egon sich von den anderen entfremdet hat. Der ist abgehauen und hat gesagt, okay, da ist die Apokalypse, ich muss mich drum kümmern. Die haben ihm doch in den alten Teilen geglaubt. Die haben doch alles durchlebt. Wieso glauben sie in dem Fall nicht? Wieso muss er da 20 Jahre alleine in der Wildnis leben und es kommt noch nicht mal irgendwer vorbei, nur weil er mit ein paar Sachen von denen abgehauen ist? Dann tauchen die plötzlich auf, ohne dass man irgendwie eine Art Union sieht, wie die aufgesammelt werden. Lassen Sprüche da, wo man fast schon denkt, okay, renten die jetzt den Tag und wird jetzt der ganze Spotlight von der Kleinen weggenommen. Und dann hört der Film plötzlich auf.
dann hört der Film einfach, ja, Ghostbusters 1 hört auch plötzlich auf, wo die in der Crowd unter. Kann ja nicht alles Herr der Ringe sein mit einem 45 Minuten langen Endszene. Ja, aber wir haben ein abruptes Ende. Es wäre doch so perfekt gewesen. Sie hätte, Egon hätte ihr in Geistform geholfen, man hätte seinen Arm gesehen und vielleicht nur eine Sekunde aufs Gesicht drauf. Wieso muss man eine herzzerreißende Szene rausmachen, wo er alle umarmt und nochmal 10 Minuten daneben steht, was für die gesamte Story sowas von dermaßen keinen Sinn macht in der Logik, die da auch dahinter ist. Ich rege mich das darüber auf, dass dieser Film sein letztes Drittel verhauen hat, wo man doch, sie hätten vielleicht kurz, vielleicht tauchen die am Ende auf, vielleicht redet man nochmal mit denen. Wo holen die plötzlich ihre Protonenpacks her? Wieso stehen die in ihren alten Anzügen dafür ein Kind, wo die noch nicht mal verifizieren können, dass das Kind Unterwäsche wäre scheiße. Sagen wir mal so, es gibt viele Stellen in diesem Film, die mir das letzte Drittel aus völligem selbstgefälligen Fanservice kaputt machen. Ich habe es auch genossen, dass ich plötzlich die 3 da stehen sehen habe und dann die 4. Aber es hat doch überhaupt keinen Sinn gemacht, warum die dann da so stehen und warum die dann so eingreifen und wieso die da auftauchen. Und dass es plötzlich dann wieder Ivo Shandor ist mit Gozer, soll es meinetwegen sein. Wieso macht es plötzlich Sinn, dass sie ihn anschießen und nicht auf ein Tor schießen, was irgendwo da hinten ist. So haben sie doch im ersten Teil kaputt gemacht. Ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Ganz, ganz viele Logiklücken, die mich einfach dann so dermaßen am Ende gewurmt hat, dass ich mich über diesen Film aufgeregt habe, weil er hatte doch die Zutaten dafür und er hat angefangen und für mich hat er komplett das Ende zerhauen. Sorry. Also jetzt weiß ich. Ganz kurz. Jetzt weiß ich, wie du dich anfühlst, Michael, wenn ich über Discovery rede. Und ach so, ich will noch mal auf eure Sachen eingehen. Für Force Awakens, da ist doch Rey drin. Die hat doch eine tragische Story in dem Kind, das entfremdet ist von seinen Eltern, das eine Mission bekommt, die große Welt zu erkunden plötzlich. Yeah. Force Awakens ist doch auch 1:1 das und das letzte Drittel ist 1:1 doch der erste Film. Mit ein paar Möglichkeiten, die Welt zu öffnen. Vielleicht mit dem gleichen, die First Order ist das Imperium. Das Ivo Shandor ist weiter Ivo Shandor, der plötzlich nicht nur einen Tower aufgebaut hat, sondern eine ganze Stadt. Also Ivo Shandor war auch schon im ersten Teil der einen Kult um sich geschart hat. Ja, also das natürlich. Darf ich nicht vergessen. Ja, aber also das Imperium war doch auch die ganze Zeit da, dass ein Kult um sich geschaffen hat und plötzlich ist es die First Order, die nicht nur einen kleinen Todesstern, sondern einen Planetentodesstern da hat. Es ist doch 1:1 Force Awakens. Ich stimme euch zu, dass es besser funktioniert als in Force Awakens. Dass das nicht so furchtbar, also ich mag es, wie sie es dann am Ende eingebaut haben, wenn nicht das letzte Drittel gewesen wäre, hätte das für mich alles funktioniert. Aber dieses Argument, dass sie es anders machen als in Force Awakens, weil sie in Force Awakens nicht geschafft haben, die Welt zu öffnen, die haben die Teile danach verkackt, weil sie keinen Plan hatten. Das kann hier auch noch funktionieren, dass sie die verkacken, weil sie keinen Plan haben. Aber ich möchte nicht behaupten, dass Force Awakens nicht genauso erfolgreich in neue Threads aufmachen ist wie dieser Film. Gut, bevor du jetzt anfängst mit Babylon 5 und so und alles zu vergleichen, fange ich mal ganz kurz an. Also ja, ich verstehe, da sind unheimlich Sachen, die einfach gemacht worden sind, um sie irgendwie natürlich schnell in den Film reinzubringen. Natürlich habe ich mich auch gefragt, naja gut, wie sind die jetzt da so schnell hingekommen? Man kann es schon, sagen wir mal, wenn man wirklich mal einfach mal ein bisschen drüber hinweg sieht, Rey ist und war immer eine kommunikative Person, eine naive kommunikative Person. Er ist das Herz der, deshalb sagen sie auch immer, er ist das Herz der Geisterjäger. Deshalb glaube ich schon, dass er in dem Moment, finde ich es schon okay, dass er so reagiert. Ich war auch echt total geschockt. Das war auch so ein Moment, wo er sagte, von mir aus kann er in der Hölle schmoren. Ne? Und dann, als sie ihm sagt, er ist letzte Woche gestorben, dann öffnete er sich ja, weil es einfach okay realisiert. Und du merkst schon in diesem Gespräch, wie leid ihm das eigentlich alles tut. Dass das genau so gelaufen ist. Und der wird nach dem Gespräch, das abrupt endet, weil der auflegt,
Wird er die ganze Zeit nur noch am Rotieren sein? Hey, könnte das stimmen, was er gesagt hat? Mein Gott, was hat Egan die ganze Zeit da gemacht? Natürlich, wie gesagt, es ist, kann man sich so schon so zurechtlegen, wie sie jetzt da hingekommen sind. Natürlich kommen die dann dahin in ihren Klamotten. Ne, das ist, wäre auch doof, wenn nicht. Also es ist schon so eine Sache, wie gesagt, das hat auch so, ich will jetzt nicht sagen, genagt, ne? Aber so, naja, gut, weil sonst wären wir irgendwann dahin gekommen, dann wird der Film 2,5 Stunden lang gegangen sein und hätte vielleicht echt extreme Längen gehabt, wo man hätte ja gesagt, boah, muss das jetzt sein, ne? Aber klar, das letzte Drittel ist absolut Fanservice. Aber, und das, und da muss ich hier ganz klar sprechen, diese Szene mit Egan, wie er sich von allen verabschiedet. Erstmal muss ich sagen, im Gegensatz zu Star Wars, mega geil gemacht, indem sie sich gesagt haben, naja gut, okay, CGI ist schon geil, wir können echt schon viel machen, aber wir lassen ihn einfach nicht sprechen. Es wirkt viel besser und das war so geil, dass sie es so gemacht haben, dass er nicht redet. Perfekter kann man es nicht machen. Stimme ich dir zu. Uncanny Valley hatte ich hier auch viel weniger als bei allen anderen. Und ja, ich meine, ich war ja auch damit einverstanden, dass sie jetzt einen Harold Ramis eher als alten Jungen gemacht haben und nicht wie Harold Ramis später wirklich aussah. Die Tochter hat gesagt, die Tochter von Harold Ramis, die hat dazu ein Interview gegeben und hat gesagt, oh ja, also wie er da aussah und so fit und so, ach, das hätte ihm gefallen. Also war er sehr, sehr begeistert. Und das ist halt einfach diese ganze Familiensache, die du auch dann am Ende merkst, wie auch in der Produktion, also sie sagt halt auch, sie war in der Produktion nicht eingebunden, aber der Jason Reitman hat ihr ständig die Scripts geschickt, er hat ihr ständig Zeichnungen geschickt. Sie fühlte sich also wirklich angesprochen davon, so nach dem Motto, als ein wichtiger Teil, obwohl sie überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber er hat immer gesagt, hier geht das klar für dich und so weiter. Ne? Merkst du in Filmen. Du merkst halt einfach, und am Ende geht es halt wirklich darum, es wird nochmal Zeit, ne, ums Verzeihen. Einfach, ne, das ist halt einfach so eine Thematik, Vergebung. Das ist einfach so das Ende von Ghostbusters ist dieses Vergebung, alles, es löst sich alles auf. Und dann finde ich dann auch okay, dass es dann einfach wirklich dann Cut mal. Es macht ja eigentlich nicht Cut. Es kommen ja noch zwei Szenen und gerade die letzte Szene. Ja, die haben ja nichts mit dem Film zu tun. Die haben ja gar nichts mit dem Film zu tun. Nicht mal ansatzweise. Und stimme ich dir absolut zu. Diese Liebe merke ich ja auch, die in dem Film reinfließt. Man merkt einfach, dass Jason Reitman einfach das ein Herzensprodukt ist, was da gemacht wurde. Im Gegensatz zu Star Wars merkt man, das ist ein Herzensprodukt, wo einfach die Passion hinter ist. Da spreche ich ja auch nicht gegen. Ich sag nur, dass mir ein reines Herzensprodukt überhaupt nicht da genügt hat, weil ich einen Film in diesem Film sehen wollte, der für mich Ghostbusters weiterführt und nicht nur einen emotionalen Epilog, den man auch in 3 Comicstrips hätte erzählen können. Also ich finde es eigentlich, also auch wenn du sagst, das gehört nicht mehr zum Film, gehörte das Ende wohl schon zum Film. Nämlich Winston den Ektor 1 wieder nach Hause. Da ist übrigens ein ganz krasser Filmfehler drin. Ich weiß nicht, ob der den extra gemacht hat oder ob er es damit rausreden wird, dass Ray das verwechselt hat oder so. Ray sagt ja, in der Feuerwache ist in Starbucks drin. Und als Winston den Ektor 1 da reinfährt, ist es die alte Feuerwache, also einfach total abgeranzt. Da war kein Starbucks drin. Es war einfach seit 30 Jahren ungenutzt. Und das ist einfach das Geniale, weil er schließt dann komplett mit diesem Film ab. Der Ecto kommt wieder nach Hause, die Kamera geht runter, die Containment Unit zeigt Gefahr an und es ist Cut. Also kannst du davon ausgehen, dass eventuell im nächsten Teil, wenn er denn kommt, und momentan sieht es nicht schlecht für ihn aus, dass er kommen würde, aufgrund der, sagen wir mal, Zahlen, die gerade kommen, ist diese Geschichte mit den Kids abgeschlossen. So, und diese Übergabe auf Winston, bei dem man dann erfährt, der hat Kohle, das heißt, der kann investieren und hat auch gesagt, er ist für immer ein Ghostbuster, das heißt, er wird dort Geld investieren und wird eine neue Ghostbusters-Einheit rausholen. So, jetzt kann es vielleicht sein, dass Finn Wolfhard noch dazu kommt, weil er dann vielleicht, sagen wir mal, 17, 18 ist.
Aber ich glaube, die Story ist abgeschlossen und damit macht er genau das. Er ebnet die Möglichkeiten für eine neue Ghostbusters-Einheit. Du, alles gut. Das ist der Moment, in dem Samuel L. Jackson nach Iron Man reinkommt und deine Welt ist größer, als du denkst. Völlig okay. Ist für mich in Ordnung, aber jetzt die Mid-Credit-Scene mit Bill Murray und sie, ich meine, es war nett, dann plötzlich Credit-Scene sind. Sigourney Weaver ist doch gar nicht aufgetaucht und dann bam. Das war der Knaller, oder? Ja, das haben sie schon gut gemacht. Aber sagen wir mal, die Story ist für mich für die Kiddies und so auch nicht abgeschlossen. Die war abrupt. Die, ich weiß nicht, wie die Tochter jetzt, die Enkeltochter jetzt hieß, die Nerdin, war doch schön und dann hat man doch weiter gesehen, wie sie sich entwickelt hat. Finn Wolfhard hatte nichts zu tun. Wieso repariert er plötzlich das Auto? Wo hat er die Skills her? Woher weiß man, dass er die Skills hat? Der ist. Oh Gott, jetzt griffst du aber ganz schön. Nein. Alter. Er ist der potenzielle Bill Murray in diesem Film. Der potenzielle Bill Murray sollte Finn Wolfhard sein. Hat aber dafür nichts zu tun, was irgendwie die Story vorantreibt, außer dass er plötzlich am Auto. Aber das ist doch auch schön, dass er ausgerechnet. Jeder denkt, oh Gott, Finn Wolfhard wieder, Stranger Things. Und dann spielt er eigentlich nur eine Nebenrolle. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, und ist mir auch sie, auch seine Egons Tochter, ist nett, dass sie so zynisch ist, ist ja auch dann fast so ein bisschen wie so ein kleiner Bill Murray dahinter, aber außer, dass sie. Man hat dann, erfährt so ein bisschen ihre Story und dann Cut ist sie der Terrorhund und Cut umarmt sie ihren Vater. Sie hatte doch gar keine Chance, sich irgendwie da zu entwickeln in irgendeiner Art und Weise und sich mal größer auszulassen über ihren Vater. Ja, du bist plötzlich da und jetzt vergib ich dir, weil ich einmal ganz kurz in deinen Keller reingesehen habe und gesehen habe, die letzten 30 Jahre war. Man vergibt doch so seinem Vater nicht, der einen für 30 Jahre vergessen hat, so ungefähr. Macht ja auch keinen Sinn, dass er sie nicht wenigstens mal kurz, ja, er wollte sie schützen, aber was hat er denn die letzten Jahre gemacht, außer so ein bisschen in den Tunnel da reinzuschießen? Da braucht er doch auch Hilfe, um das zu lösen. Man hat für diese Story einen so dermaßen, für die Charaktere einen so dermaßen krassen Abschluss und krassen Cut drin, weil man sich überhaupt nicht mehr mit denen beschäftigt, obwohl ich die doch gerade kennengelernt habe und obwohl ich die doch sympathisch finde und mehr von denen erfahren möchte. Ich glaube, dafür musst du diese neun Teile von die Leidensgeschichte der Familie Skywalker angucken, wenn du alles nein, ich verstehe schon, dass natürlich geht das auch mit der Mutter, also zum Beispiel auch so eine Sache mit, dass sie das ganz schnell auf einmal realisiert und akzeptiert, dass da Geister sind. Ne? Ich glaube aber, das ist auch so eine Sache, sie ist damit aufgewachsen, hat das erstmal weggedrängt und lässt es dann wieder auf sich zu und natürlich vergibt sie am Ende ihren Vater. Was soll sie denn auch machen? Ja, also, es ist schnell. Klar, ne? Aber andererseits, ich glaube, wenn sie es wieder länger gemacht hätten, hätten sich Leute darüber beschwert, dass der Film zu Längen hätte. Das ist halt einfach, irgendwo ist es halt schwierig dann. Ne? Ist okay. Für mich hätten sie sich mit der Familie beschäftigen können und meinetwegen, nachdem sie das alles selbst gelöst hätten, vielleicht noch mit Hilfe des Geistes. Und wenn dann Sul eingefangen worden ist. Vielleicht hätten dann gerne die drei auftauchen können und denen die Hände schütteln, habt ihr toll gemacht. Hätte ich auch gut gefunden. Dann wär's für mich wieder ein peinlicher Cameo gewesen. Also für mich war es peinlicher Cameo, weil er einfach diese drei alten Männer, die hätten sich gerne weiter unterhalten können und emotionale Unterstützung für die alle, aber es ist doch nur, weil die Fans die nochmal wieder in den Anzügen sehen wollten. Mehr nicht, deshalb nicht. Und das genügt mir nicht. Das genügt mir nicht, um es organisch in eine Story einzubauen, dass man nur Ray ganz kurz sieht und dann plötzlich die letzten 5 Minuten sind sie ganz, 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 ganz wichtig. Seid ihr da fertig? Nein, wie gesagt, ich kann diese Punkte ja teilweise auch ein bisschen nachvollziehen, ne? Aber ich sehe es halt dann einfach auch nicht so extrem, weil es ist auch einfach ein bisschen, wie gesagt, dem Flow des Erzählens geschuldet, dass manche Sachen einfach
zu kurz kommen. Wie gesagt, die Logik, ne? Und eine Sache, die überhaupt nicht im Film auftaucht und jeden wahnsinnig macht: Wann hat Egan Spengler eine Frau kennengelernt? Also es muss wahrscheinlich direkt nach Ghostbusters 1 gewesen sein, weil logisch, es ist 35 Jahre her, der Finn Wolfhard ist 15 dort. Also gehen wir davon aus, dass sie 18, 19, vielleicht 20 war maximal. Muss es eigentlich kurz danach oder also davor, dann hätte es vielleicht mal irgendwann erwähnt. Ne? An der Stelle zitiere ich einfach mal Kirk und Scotty, als sie auf die Tochter von Sulu treffen: Wann hatte er Zeit, eine Familie zu gründen? Wenn etwas wichtig ist, nimmt man sich die Zeit. Ja, aber Egan Spengler war ja der gut, außer dass er mit dem Schleim rumgemacht hat. Da hatte doch ein Flirt. Nein, Videogamecast. Ghostbusters 2 existiert in Afterlife. Das hat auch Jason Reitman jetzt nochmal die Tage bestätigt. Einerseits, weil du der Toaster ist zum Beispiel drin, den du in Ghostbusters 2 mit drin hast. Also wegen Ecto 1 und Ecto 1a. Boah, oh Gott, aber sie bauen das doch nicht in die Story ein. Du hast im Hintergrund müssen einen Toaster. Im Hintergrund einen Toaster stehen. Und dann sagen die in der Schule: Ja, vor 30 Jahren ist in New York mal einmal was passiert. Stopp. Die letzte Geistererscheinung, es sind seit 30 Jahren, war die letzte Geistererscheinung. Nicht einmal was passiert, sondern die letzte. Und das ist 30 Jahre her. Ja, aber ehrlich gesagt, das hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört. Ist für mich okay, wenn plötzlich die Geister... Ja, ist 1 nicht 1a. Ach Gott, ich kann es nicht mehr hören, ernsthaft. Das gibt mir gerade so ein bisschen... Ja, das ist halt einfach... er hat ihn zurückgebaut oder whatever. Genau, und du hast Ray O'Cools Books, ist auch aus dem zweiten Teil. Den hat er nämlich nicht im ersten Teil. Ne? Also das sind auch so Sachen, die halt mit dabei sind. Und du hast halt noch eventuell das Spiel mit drin, mit Dr. Winston Zeddemore. Ne? Also, ja, aber, aber du brauchst es halt nicht, weil es geht halt wirklich um Gozer, es geht um Shandor, dann musst du, ne, dann reicht es ja wirklich den sich auf den ersten Teil, sagen wir mal, zu konzentrieren, ne? Und der Rest ist okay. Stört mich alles nicht, auch die Referenzen, auch alle cool. Mir geht's um die interne Logik. Alles gut, und ich muss ja auch sagen, so sehr ich weiß nicht, wenn ich noch dreimal in diesen Film reingehen würde wie du, vielleicht würde ich auch immer wieder positiv rauskommen und wir sagen, okay, der ganze Scheiß stört mich nicht, ich habe mich danach drüber aufgeregt, aber ich habe im Film Spaß. Vielleicht kommt das ja auch wieder so in der Richtung. Er hat ja auch sehr gute Aspekte drin gehabt, die ich mochte. Die Familie mochte ich. Sie, die Nerdin, die Kleine, die war ganz toll. Die Witze waren toll. Paul Rudd und Carrie Coon haben eine tolle Chemie, sind ein tolles Duo da drin. Und ich finde es gut, dass sie einen Fokus eher Stranger Things-mäßig auf die Kinder legen. Alles toll, mag ich. Auch das Setting mag ich. Auch dieses Geerdete, dass man eher mit realen Aufnahmen arbeitet, als eine CGI-Orgie daraus zu machen. Habe ich alles geliebt an diesem Film. Hat er für mich schön aufgebaut. Deshalb wäre, wie gesagt, wäre nicht das letzte Drittel gewesen, die ersten zwei Drittel, toll. Fand ich gut. Hat mir gefallen, das Film. Ja, ich meine, gerade wegen dem Ecto 1, Ecto 1a, das ist halt in der Ghostbusters-Community eine Riesendiskussion. Warum gibt es diesen Ecto 1a nicht mehr? Und ist es denn das gleiche Auto? Ist es aufgebaut? Ist es neu aufgebaut? Ist es ein anderes Auto? Warum hat er den also, das ist wahrscheinlich genauso einfach, Kinder, es ist ein Film. Das ist halt einfach, es ist halt einfach so. Dann, ne? Ne, ist halt da. Seid ihr dann fertig? Kann ich denn auch was sagen? Ja? Achso, ich dachte, du sagst immer, Sven, sag du mal was, Michael, sag du mal was. Ja, nö, alles gut. Ich hab euch gerade andächtig gelauscht. Der Punkt ist, Michael, du hast natürlich vollkommen recht. Ja, absolut. Es stimmt alles, was du sagst. Der Film ist alles andere als perfekt. Und ich saß auch im Kino drin und hatte bei zwei, drei Stellen, wo ich mir so dachte, so ja, der Soundtrack ist schon ein bisschen in your face. Ja,
Ja. Aber er erinnert sich wenigstens an seinen Soundtrack. Und er ist schön drin. Also ich habe den mal jetzt runter, ich habe den ja jetzt den Soundtrack auf Spotify und du merkst schon, also ja, er lässt sich stark inspirieren. Der Sohn von Elmer Bernstein hat sogar dran mitgearbeitet. Okay. Also wir haben das, also ohne Scheiß, Vin Diesel müsste eigentlich vor Neid platzen, wie viel Family eigentlich in Ghostbusters Afterlife kommt. Da müsste der eigentlich platzen, weil du merkst einfach, da ist das vollkommen ernst gemeint. Und das ist auch so, du nimmst den Leuten das ab und nicht wie immer, Family. Also das, wie gesagt, so ist mir, fand ich nice. Und dann beim dritten, vierten Mal so, okay, ist jetzt ein bisschen. Mein erster Impuls so grundsätzlich neben dem Feelgood war schon, das ist so, so wäre ich gerne aus Force Awakens rausgekommen. Ja. Ja, das verhält sich, also Ghostbusters Legacy verhält sich zu Ghostbusters wie A New Hope zu Force Awakens. Es ist de facto der gleiche Film. Hätte man das anders machen können? Ja, sicher. Ja, musste man Gozer raus, nochmal rausholen und Ivor Shandor und der ganze Kram? Ganz sicher nicht. Ja, das ist natürlich auch absolut play it safe. Ja, okay. Das ist im Grunde genommen auch so play it safe wie Force Awakens. Trotzdem ist es irgendwie besser, weil es die richtigen Knöpfe drückt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum es die richtigen Knöpfe drückt. Aber vielleicht können wir das noch ein bisschen ausarbeiten. Wir quatschen ja schon 1,5 Stunden. Trotzdem sind wir noch gar nicht so auf des Pudels Kern gekommen. Ich saß auch in dem Film, was mich zum Beispiel echt genervt hat, ist, dass du als Zuschauer alles schon weißt. Ja, aber die Charakter im Film wissen es halt nicht. Also du weißt halt. Das ist so eine alte Hitchcock-Methode, das funktioniert auch gut. Ja, aber dafür war es halt nicht spannend. Ja. Also spannend war es jetzt zu keinem Zeitpunkt. Ja. Also du weißt halt relativ früh, dass das auf eine Gozer-Nummer rausläuft. Du weißt halt super früh, also weißt eigentlich sofort, dass das ja die Tochter von oder die Enkelin von Egon ist. Dum. Ja. Und dann sind natürlich die Charakter auch manchmal halt. Du erlebst alle, also du entdeckst nichts mit den Charaktern. Du weißt es als Zuschauer zumindest. Und jetzt ist nämlich genau der Punkt: Als Ghostbusters-Fan weißt du das schon vorher. Und zwar alles. Also du siehst den ganzen Ivor Shandor-Kram, du siehst die Helldog-Statue und dann weißt du ja, was kommt. Ja, dann Schlüsselmeister, Gatekeeper, bla bla bla, du weißt ja sofort, was passiert. Ja, wenn du, und das war dann ein bisschen, ja, da gab es halt 0,0 Überraschung, also null, das war halt einfach nur bigger, lauter, bla. Mama lauter. Und das kann man dem Film definitiv schon vorwerfen, dass man sich, dass sich der Film gefallen lassen muss. Und ich glaube, das ist keine Unvereinbarkeit. Ich glaube, man kann es safe spielen und trotzdem was Neues erzählen. Und das muss der Film sich schon vorwerfen lassen. Dass man da nicht den Mumm hatte, eine neue Geschichte zu erzählen und trotzdem das Alte embrace, also zu umarmen im Positiven. Ich meine, er hat ja was Neues versucht. Er hat mit der Familie so ein bisschen, dass es nicht direkt Geisterjäger sind. Es gibt ja auch in dem Fall, außer dass sie Mancha gejagt haben und das am Ende das Show-Off war, gibt es ja effektiv kein Geisterjagen in diesem Film. Es sind keine Professionals, die auf die Suche gehen und dann ihre Aufträge erfüllen. Das haben wir ja am Rande. Selbst der Ausbruch, der in Trailern gut gezeigt worden ist. Wir haben ein, zwei Cutscenes von einem, der an der Bar sitzt, der ähnlich wie der Taxifahrer aussieht und ein paar andere Sachen. Aber Geister kommen ja fast nur nebenbei während des ganzen Films vor. Ist aber eigentlich auch beim ersten Teil, wenn du mal siehst, wie viele Geister da vorkommen, ist es genauso wenig eigentlich. Es ist einfach dieser Eindruck, da sind ganz viele Geister. Ich glaube, im ersten Film sind auch nur 5 Geister. Ja. Übrigens, der kleine Geist, der in dem Diner da ist, ist das gleiche Modell wie der Taxifahrer aus dem ersten Teil. Ach, sogar wirklich das gleiche Modell, okay. Ja, ich weiß nicht, ob es das gleiche, also der wirklich, aber ist eins zu eins. Aber wo ich dir echt, also was ich gerade echt mir ein bisschen so aufstößt, ist dein Kommentar, dieser Film. Er hat sich die Mut nicht genommen. Er hat eigentlich sehr viel Mut bewiesen, weil er hat eine Sache rausgenommen, die für Ghostbusters 1 und 2 sehr essentiell wichtig sind. Er hat New York rausgenommen.
Also bei Ghostbusters-Fans war das eine der ersten Sachen, die konnten. So, das spielt nicht mehr in New York, das geht doch gar nicht so. Und ich dachte auch so, hey, es gibt auf der Welt noch andere Städte außer New York City. Aber es ist für Ghostbusters-Fans eigentlich sehr, sehr wichtig. New York ist ein sehr wichtiger Part. Und das rauszureißen und dann, wie ich sagte, ne, in fucking nirgendwo da in Oklahoma oder so reinzuhauen, ist schon ein sehr, sehr mutiger Schritt gewesen. Ich hätte jetzt gerade gedacht, du sagst als Punkt, den die rausgenommen haben, wer ist der Humor? Ja, klar. Nein, alles gut. Genau, wie was geht dir? Also New York ist, ja, was heißt das? Erscheinung, also der Ding ist, hat ja Jason Reitman hat ja oft gesagt, das erste, was er gesehen hatte, als Idee hatte, war halt dieses kleine Mädchen, das halt auf einem Feld und so, ne, das passt schon gut. Und ja, du kannst heute in New York nicht mehr, ne, der ist ja weitaus günstiger der hat, glaube ich, das Budget, wenn man das in Inflation berechnet, was der erste Teil damals hatte. Wenn das inflationsbereinigt berechnet wird, würde es, glaube ich, sogar passen. Also man geht von 75 Millionen aus. Wenn man überlegt, dass der Paul Feig-Film 144 gekostet hat. Finde ich super. Finde ich super. Wir brauchen doch keine 200 Millionen Dollar Filme für alles haben. Nö. Gib den Leuten doch mal, jeder gute Designer weiß, dass du Grenzen und Limitationen brauchst, ja, um was Kreatives und Gutes daraus zu holen. Wenn du alles machen darf, entsteht dann halt ja, 2016. Ja, in New York ist das, wahrscheinlich hätten sie den dann in Vancouver gedreht und hätten dann einfach digital in New York Hintergrund eingebunden, wie sie es ja so oft machen. Ne? Also es ist einfach, also von wegen hat der Film schon sehr viel Mut bewiesen. Und natürlich nach dem 2016er Flop, obwohl es ist wirklich krass, würde der Film jetzt in der nächsten Zeit genauso viel einspielen wie der 2016er, wäre der hier ein Erfolg, besonders auch in zu Corona-Zeiten, würden sie ihn ja als großen Erfolg werden. Ne? Also würde er auf seine 220 Millionen kommen oder sowas. Ne? Was er ja wahrscheinlich, also wenn alles gut läuft, ja schafft. Ne? Also jetzt kommt ja erstmal Thanksgiving-Wochenende, was in den USA sehr stark ist. Dann, wie gesagt, er läuft in diversen Märkten, ist er noch gar nicht angelaufen. In Frankreich, glaube ich, erst im Dezember. In Teilen von China, also in Hongkong, läuft zum ersten Mal ein Ghostbusters-Film, was auch sehr ungewöhnlich ist, weil du eigentlich in China keine Filme mit Geistern zeigen darfst. Keine Ahnung, wie sie es durchgekriegt haben. Ne, also von daher ist das halt einfach ja, ne? Aber von der Sache her, dass du gesagt hast, also ich bin auch mehr bei Chris, dass dieser Film eigentlich weniger mutig ist. Er hat angefangen, mutig zu sein, indem er das Setting wechselt, indem er nicht direkt die Geisterjäger zeigt, indem er sich einfach viel Zeit für andere Sachen nimmt. Der zieht nur den Schwanz ein, indem er den dritten, das zweite Drittel dann, das letzte Drittel dann macht. Da in der Hinsicht fand ich sogar den 16er noch mutiger. Don't say it. Ja, ich fand den in dem Sinne noch mutiger, weil die ja, versucht gut, okay, haben, ihren eigenen Scheiß daraus. Er mag Filme und erzählerisch und vielleicht auch nicht komödiantisch für jeden was gewesen sein, aber er hat versucht, sein eigenes Ding abzuziehen und trotzdem irgendwie die Story von Ghostbusters da reinzumachen. Ich bin auch kein Fan von dem Film. Ich fand ihn aber letztendlich, wenn ich das letzte Drittel mit einbeziehe, mutiger als diesen Film. Also ich quetsche also mal kurz ein bisschen rein. Ich quetsche mal kurz ein bisschen rein, damit ich auch noch mal sagen darf. Also was der Film für mich einfach perfekt eingefangen hat. Ich saß halt im Kino und ich hatte einfach so absolute Goonies, E.T.-Vibes, Indiana Jones 2-Vibes und so weiter. Ja. Super 8, also, Stranger Things. Ja, gut, aber das ist ja auch nur ein Versuch von Manchild, dieses Feeling wieder einzufangen. Ja. Der Film verfühlte sich aber, und Stranger Things macht das schon gut, aber der Film fühlte sich für mich einfach noch authentischer wie ein 80er-Jahre-Abenteuerfilm an. Deswegen passt für mich auch dieses ländliche Setting, weil Goonies etc. immer in Käffern spielen. Ja, E.T. und bla spielt immer in Käffern. Die spielen nicht in New York.
Und von daher passte das für mich. Wie gesagt, ich habe gerade eben schon gesagt, da ich halt immer schon wusste, was passiert, als wissender Zuschauer, dachte ich mir so, komm, mach mal hinne jetzt hier. Das ist alles ein bisschen, ja. Ich entdecke halt nichts mit dem Zuschauer, mit den Helden, was ich als Zuschauer nicht schon weiß. Aber irgendjemand hat im Chat geschrieben, es gibt eigentlich zwei Zielgruppen für den Film. Ja, stimmt, die Unwissenden und die Wissenden. Dann ist es für die Wissenden manchmal ein bisschen langatmig, finde ich so, okay. Ansonsten muss man schon ehrlich sagen, der Film ist schon Beat für Beat der erste Ghostbusters-Film. Also vom hier werden sie halt aus dem Haus rausgeschmissen und nicht aus der Uni. Ja? Hier müssen sich halt in dem neuen Kaff dann wieder einen Job suchen und nicht selbstständig machen. Aber es ist schon so Beat für Beat im Grunde genommen das. Das kann man dem Film auch sicherlich, und das ist das, was ich meine, dass da ist er nicht mutig genug. Ja? Und das ist das, was ich mit Force Awakens vergleiche, dass halt auch wirklich Beat für Beat die Geschichte einfach nacherzählt. Trotzdem schafft es dieser Film, und deswegen liebe ich den so. Genau wie Rogue One. Rogue One hat auch riesige Schwächen filmisch. Im Pacing, im Storytelling. Aber Rogue One schafft es einfach, die richtigen Knöpfe zu drücken. Und dieser Film schafft es bei mir auch als Film, die richtigen Knöpfe zu drücken, die ich als Fan erstmal sehen will. Und zwar dahingehend sehen will, dass sie mich vorbereiten auf was Neues. Verstehst du? Du wirst bei diesen ganzen Franchise-Fortsetzungen, die nicht so sind, wirst du reingeschmissen, du gehst mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und die wird dann um des Andersseins willen gebrochen. Einfach nur, weil man es kann. Und es fühlt sich alles wie ein großer Stinkefinger an, wie ein großes Fuck you. Wir machen das jetzt anders, because we can. Ja. Und ja, ich weiß, dass du Last Jedi nicht magst. Nein, das ist Force Awakens, Indiana Jones 4, you name it. Ja? No Time to Die, ja, und so weiter und so weiter. Indiana Jones 5 wird der nächste sein. Einfach nur because we can. Und hier ist es halt eben so, hier wird jetzt für mich als alten Sack ein Abschluss gemacht, ein Epilog. Deswegen sagte ich, Epilog ist für mich das. Ich kann damit jetzt sozusagen abschließen und jetzt bin ich bereit, die Kids, und es wird endlich mal auch wieder mal ein Film ohne nervige Kids, das ist auch nicht so häufig, ja, keins dieser Kinder nervt, ganz im Gegenteil, die Phoebe, gespielt von, wie heißt sie, McKenna Grace, sensationell. Die übrigens den Abschlusssong, den du im Abspann hörst, singt, geschrieben hat, also von daher, Ja, dieses Kind altklug? Ja, natürlich ist es das. Ist dieses Kind unrealistisch, naseweisig? Natürlich ist es das. Ja, aber es ist eben kein Nervkind wie Wesley Crusher, der all diese Eigenschaften auch hat, aber scheiße ist. Und Phoebe hat genau die gleichen Eigenschaften wie Wesley Crusher, aber sie ist einfach ticken sympathischer geschrieben. Und deswegen funktioniert sie. Und das sind so diese kleinen Versatzstücke. Ich erkenne die Schwächen des Films absolut. Ja, ich erkenne die Schwächen des Films absolut. Aber das letzte Drittel, und da müssen wir jetzt gleich nochmal drüber reden, rettet es. Und übrigens, ich habe während ihr euren Disput hattet, eine Umfrage gestartet. Es steht 50-50. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Im Fandom, diese Diskussion ist extrem zivil. Dieser Film, also wir können uns auf einen gewissen gemeinsamen Nenner einigen, aber ich habe jetzt noch nicht mitgekriegt, dass dieser Film so das Fandom in zwei Lager teilt. Nein, der ist eigentlich beim Großteil von den Hardcore-Fans, ich war ja jetzt mit einigen im Kino gewesen, und der ist selbst bei den wirklich Hardcore-Fans, die einfach sagen, okay, das ist der einfach der perfekte Ghostbusters-Film. So. Und ich glaube, das Ding ist einfach, und das fällt mir öfters heutzutage auf, das ist einerseits auch geschuldet dem, was wir machen, was andere machen, mit dem wir zu tun haben, aber ich glaube, uns fehlt manchmal einfach unsere, und das war so ein bisschen das Gefühl, was ich auch bei dem Ghostbusters, also als wir jetzt im Kino gesehen haben, das hatte ich dann wieder, dieses, ein Film einfach nur zu schauen, einfach zu genießen, diese Kindlichkeit. Du hast damals Filme gesehen, du bist rausgekommen und hast,
Back to the Future 2, das Hoverboard. Du hast jahrelang von diesem fucking Hoverboard geträumt. Wann kommt es endlich? Und wie ernüchternd ist 2015 gewesen, das echte 2015. Wir haben keine fliegenden Autos. Ne? Blade Runner spielt 2017. Gut, dass wir nicht Blade Runner haben. Noch nicht, aber, ne, aber Back to the Future Zukunft wäre schon irgendwie ein bisschen nice gewesen. Aber irgendwie diesen Film mal genießen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die wir vielleicht einfach auch mal wieder lernen müssen. Ja, natürlich, wie gesagt, natürlich, für mich ist er momentan der perfekte Film. Ich habe jetzt auch nach dem dritten, vierten Mal, ich heul immer noch am Ende. Ich komm da einfach nicht weg, diese Emotion, die einfach mit dem, und da muss man auch sagen, da ist der Soundtrack auch so, also er hat eine minimale Hommage noch an den alten Stücken dran, aber einfach, wie gesagt, als Egan dann erscheint, die Hand nimmt, ihr hilft, das ist super, da sei ja auch nichts gegen. Das ist dann, schön. Und dann, wie Ray einfach fast innerlich zusammenbricht und sagt, es tut ihm leid, und du einfach Egan nur so einfach lächelt und nickt, ist okay, mein Freund. Du weißt einfach, er sagt, es ist alles, Egan sagt am Ende, hey Kinder, alles ist gut, alles wird gut, ne? Und geht dann hoch und du denkst so, ja, Harold Ramis, ja, Egan, alles ist toll, super, und ne, das ist halt einfach, ne, ja, das haben ganz viele, die rausgegangen sind und einfach wirklich geheult haben und gesagt haben, so, okay, krass, ne? Es gibt ja auch jetzt dieses Meme mit Jason Reitman, mit The Man, oder Makes Grown Up Men Cry Since 2021, ne? Ich hab's ganz am Anfang gesagt, ich bin aus diesem Film auch begeistert rausgekommen. Ja. Während des Guckens, bis vielleicht auf die Szene, wo sie auftauchen, die für mich die ganze Zeit sehr selbstgefällig war, ist aber für jeden ein bisschen eine andere Emotion. Beim Gucken habe ich diesen Film gemocht und war begeistert und habe mich auch gefreut über die Kleinigkeit und die Kleinigkeit und die Kleinigkeit, und ich war in diesem Film drin. Während des Films habe ich mir keine Gedanken darum gemacht. Mir ist es nur später aufgestoßen, und das möchte ich nochmal betonen, deshalb, vielleicht ist dieser Film deshalb auch so gut, weil er beim Schauen einfach so gut ist und viele das einfach dann auch hinter sich lassen können, weil sie das Schauen so mögen an diesem Film. Ja, absolut. Ne? Und das ist halt einfach diese Stimmigkeit, die er einfach für mich einfach hat. Ne? Das ist, wie gesagt, der CGI Egan, der einfach, wie gesagt, zum ersten Mal, wo eine CGI-Figur, menschliche Figur für mich wirklich richtig gut funktioniert. Das weil, am Ende so, hey, weil er nicht spricht, genau. Weil er nicht 1:1 eine physische Person da drin ist, weil er nämlich auch dieses Geisterhafte drumherum hat. Ja, deshalb, ja. Weil sie nicht versucht haben, was Lebensechtes nachzumachen, sondern eher was Fantastisches reinzubringen, funktioniert er. Und deshalb fällt man nicht oder weniger in diese Uncanny Valley rein. Absolut. Ja, ich glaube, genau dieser Effekt, der da drüber war, hat es dann gemacht. Mich hat es aus den Socken gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch mit eine Andeutung gerechnet, eine Hand etc., aber das ist dann so auswalken im Positiven. Also wie gesagt, da hat der Film einfach die absolut richtigen Knöpfe gedrückt, und es ist für mich auch so eine, wenn man die ganze Story dahinter kennt und so weiter und auch den Beef und mit dem dritten Teil, der dann ewig gebraucht hat und so weiter, ist das halt schon so eine Postmortem-Handreichung, die ich einfach toll finde. Was mich gewundert hat, eine Sache, die mich echt überrascht hat, war, dass dieser Tod und wir ziehen jetzt dahin im Film eine Woche war. Ich dachte, als ich den ersten Trailer, okay, das ist jetzt Jahre her oder so, so abgeranzt wie das Haus ist oder so, naja, sie kriegt jetzt mit, dass das ihr Vater war, deshalb kann sie jetzt das Haus haben. Ich dachte, da wäre ein langer Zeitraum dahinter, dass es jetzt wirklich eine Woche ist. Das hat mich so ein bisschen auch umgehauen, also auch im Positiven. Das war auch für mich eine Überraschung im Film. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet, dass das jetzt eine Woche war. Also das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ähm,
Kinder hatten wir, über die Kinder hatten wir kurz gesprochen. Also für mich funktionieren sie. Ja, Finn Wolfhard ist halt gecastet worden, damit er Stranger Things nachspielt. Ja, ich weiß halt nicht, was der Mann machen soll oder der Junge machen soll, wenn er mal die 20 gerissen hat. Ja, so, muss man halt mal gucken. Der Kenner Grace. Ah, ich glaube, dem wird noch eine. Ja, natürlich, Bronka. Hast du ihn noch nicht gesehen? Du hast ihn noch nicht gesehen, Bronka. Was ist denn mit dir? Natürlich musst du ihn dir angucken, ja. Also, eigentlich darfst du jetzt gar nicht hören, wir so viel, aber gut, andererseits, Finn Wolfhard, glaube ich schon, dass der, wenn er es nicht richtig verkackt, auch McKenna Grace, das kommt natürlich auch immer auf die Eltern, auf das Umfeld an, die hat ja auch einfach eine positive Art, wie gesagt, die hat den Song geschrieben, selbst gesungen, das ist schon, muss ich schon sagen, schon, also die ist natürlich als Schauspielerin völlig das Gegenteil von Phoebe. Aber ja, ich glaube schon, dass denen da eine interessante Zukunft vorsteht als Schauspieler, wenn sie es halt nicht verkacken, ne? Oder? Was auch oft kritisiert wurde, deswegen lass es uns kurz ansprechen, ist die Chemie zwischen Carrie Coon, Kelly und Paul Rudd, Mr. Gruberson. Also natürlich war das alles ein bisschen gewollt. Aber ganz ehrlich, ich habe bei dieser Art von Film jetzt keinen Anspruch, dass die Chemie zwischen denen jetzt so mega funktionieren muss. Das ist jetzt hier kein Downton Abbey oder Outlander oder keine Ahnung was, wo ich über mehrere Staffeln sagen. Für mich hat es funktioniert. Und für mich haben die zusammen auf dem Screen funktioniert. Ich fand die auch sympathisch. Ja. Eben. Ja, also das hat unheimlich gut für mich gepasst, die beiden. Und wenn ich überlege, wie oft andere Filmpärchen zusammengesetzt werden, nur weil die gerade so bekannt sind und sonst irgendwas, fand ich, da hat es eigentlich sehr, sehr gut gepasst. Klar, Paul Rudd spielt Paul Rudd, das ist das Spiel, aber es funktioniert halt einfach seine Art. Es ist halt einfach positiv nett. Ne? Von daher, passt. Finn Wolfhard wird der neue Daily Graphic. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass der auch einfach sagt, ne, ich spiele jetzt Theater, ich mache jetzt sonst irgendwas oder ne, oder ich gehe jetzt Theater spielen und zeige erstmal meinen Schwengel auf der Bühne, damit ihr ja schnell Harry Potter vergisst. für mich hat die Chemie schon. Aber es ist natürlich klar, ne, es. Ne, die Leute, ne, wenn du was suchst, findest du immer irgendwie was in jedem Film. Ne? Und also gerade bei der Chemie, wie gesagt, da kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Also da bin ich, ja. Dann haben wir noch zwei Post-Credit-Scenes. Lass uns die auch noch eben kurz. Eine, die zweite habe ich ja nicht gesehen. Die erste, das heißt, ihr müsst mir jetzt erzählen, was da passiert. Die erste, Bill Murray, Sigweaver, nice, aber tut jetzt der Story keinen. Aber kann es sein, dass. Die Szene war nur da drin, um alle im Kino zu verwirren, als da steht With Sigourney Weaver und alles so. Ja, hä? Genau. exakt genauso ging es mir nämlich auch. So, hä? Wann kam die denn vor? Ja. Ne, den einzigen, genau, den sie jetzt wirklich nicht drin hatten, war Rick Moranis. Den hatten sie wohl nicht überzeugen können. Der will ich denke mal auch. Ja, der will doch, der spielt doch das in dem neuen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja. Nee, doch, der hat doch gesagt, dass er in dem neuen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mitspielen wird. Ja, dass er dort seine Rolle nochmal machen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht dann in den neuen Ghostbusters mitmachen wird. Aber das ist auch nur so ein Step in the Dark. Also das ist wirklich nur so. Das, also diese war ja eher nur so ein bisschen geplänkelt, die Szene, aber die zweite mit Ernie Hudson und Annie Potts in der Feuerwache, die war ja dann schon ein wichtiges Build-up für den nächsten Film, ne? Das ist eigentlich, also klar, der Ecto 1 fährt natürlich unter Alarm zurück nach New York, zurück nach Hause. Dann siehst du sofort das, was Ray angedeutet hat, dass er sagt, Winston hat Geld für den Finanzmarkt verdient, er sitzt in einem großen Büro oder wie Janine sagt, viel, viele Regale, um was reinzustellen. Ne? Und dann geht's natürlich, ne, hier, ne,
Igen war das Hirn. Oder nein, es fängt ja an mit einer Szene, die im ersten Film gar nicht gezeigt wurde, die ja dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Ja, stimmt. Genau. Janine Igen eine Münze übergibt und sagt, hier, das ist meine Glücksmünze. Und er sagt, hey, dann hast du doch keine. Und sie sagt dann, ja, ich habe noch eine zweite zu Hause. Die ist ja damals zum Schnitt gefallen. Das ist ja übrigens so ein kleiner Fun-Fact. Also der Jason Reitman ist ja bekannt, der spielt ja im zweiten Teil dieses kleine Kind, das ja sagt, mein Dad sagt, ihr seid irgendwie Loser oder sowas. Ne? Und er hat es aber geschafft, sich auch jetzt so reinzuschneiden, dass er eigentlich auch im ersten Teil mitspielt. Und zwar gibt es ja diesen Videozusammenschnitt, wo er sagt, hey, Ghostbusters, wie bei The Walking Dead, und da zeigen die dieses YouTube-Video. Und wenn man mal genau hinguckt, sind dort Szenen drin, die gar nicht im Film drin sind. Weil der hat nämlich beim Durchsuchen der ganzen alten oder Durchschauen der ganzen alten Filmrollen, hat er halt Szenen entdeckt, die nicht genommen wurden. Wie zum Beispiel seine Mutter, die ihn an der Hand hat und, glaube ich, noch die Schwester, und dann aus diesem Hochhaus rausrennen oder wegrennen. Das heißt, er hat sich da wieder reingeschnitten. Das heißt, eigentlich ist Jason Reitman jetzt in allen drei Teilen irgendwie mit verwurstet. Ne? Also schon sehr witzig gemacht. Und genau, und dann sagt halt Winston hier, ich bin zwar hier und das mache ich für meine Kinder und so weiter, aber ich bin immer ein Geisterjäger. Und dann erfährst du halt, okay, er hat Ray O'Cools Buch, zahlt er die Miete, weil Ray sich nicht das leisten könnte. Und er war der die Feuerwache gekauft hat oder das Viertel gekauft hat. Und der Ecto 1 kommt rein, ziemlich fertig, und er tippt nochmal so schön drauf. Und dann geht das Bild nach unten und du siehst die Containment Unit, die blinkt mit Danger. Und du weißt, ja, macht eine Fortsetzung. Und es würde mich echt nicht überraschen, dass irgendwann Jason Reitman jetzt in 2 Wochen ankündigt, hier, und hier ist schon mal der erste Teaser, wie er es damals gemacht hat und die ganze, ja, oder schon gedreht hat. Eine Sache, die wir noch nicht kurz besprochen haben, die Szene mit, als die Phoebe oder wie sie hieß, ich vergesse jetzt immer den Namen, der Nerdizistin, sage ich jetzt einfach mal. Als sie mit Ray telefoniert und er dann erklärt, wo die anderen denn verblieben sind und Venkman zurück ins Universitäre gekommen ist, als schöner kleiner Hinweis, das war sehr nett. Der am wenigsten eigentlich dahin gehört hat, ist zurück in Academia gegangen. Ja, aber was macht er? Marketing und PR, also das, was du sagst, okay, das kann er. Also du denkst auch so, ja, was macht er an der Uni? Aber okay, Marketing, PR, das ist schon in Ordnung. Und es ist natürlich auch so ein Feelgood, du weißt, er und Dana sind halt einfach zusammen. Sie hat den Venkman gezügelt. Ne? Ja. Das ist einfach so schön. Zum Abschluss habe ich gerade schon im Chat gefragt, was ist denn euer Lieblingszitat, das ihr vielleicht auch öfters im Alltag verwendet? Und da kommen natürlich neben dem Klassiker, er hat mich voll geschleimt, wobei El Mercy, da würde ich gerne wissen, wann du das im Alltag verwendest. Ja. Stefan 77 kam, wir sahen, wir traten ihm in den Arsch. Tim schreibt, und das ist auch einer, der sich öfters mal nur Fussel, kleines Fussel. Ja, genau. Ja, ich habe schon mit besser, das nehme ich auch, ich habe schon mit besseren gearbeitet, aber nicht vielen. Ja. Ja, das habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Stay puffed, ja, und natürlich eins, das hat sich bei mir auch, hört mal, ich glaube, ich rieche was. Habt ihr auch welche, die noch nicht vorkamen? Ich finde, aus dem Neuen haben auch einige das Potenzial, also gerade, ne? Wir zählen bis 3 und schießen bei 2. Ne? Also das ist ein typischer Bill Murray-Spruch halt. Ne? Das ist, also es hat auch schon so seine Möglichkeit. Also ich finde, hört mal, ich rieche etwas, ist so eigentlich so der, den ich wenn dann so mit am meisten bei Zitaten nutze. Ja, mich hat doch keiner gefragt, ob ich ein Gott bin, von daher konnte ich das jetzt auch noch nicht. Ach so. Das hassen sie, genau. Ich das hasse sie, ja. An jedem Klavier. Ja. Ja, an jedem. Auch wieder so ein typisches Bill Murray-Ding. Ne? Stand nicht im Drehbuch, hat er einfach gemacht. Ne? Also das sind, glaube ich, die Dinger, die am meisten funktionieren.
Das muss, genau, das muss man ja dem ersten Film einfach zugute halten, dass so viel darin improvisiert war. Ist aber hier auch, das ist ja das, das hatte auch Reitman im, das ist, das, du kannst es wohl nicht anders mit Murray drehen, du kannst ihm halt kein Skript geben. Ja. Ne, das macht er. Also ich habe es vorhin, glaube ich, im Intro schon mal kurz erzählt, der hat das halt auch erzählt heute mit dem Adam Savage im Interview, dass also die halt diese Szene hatten, wo der dann sagt, das hier, ne, wir schießen, wir zählen bis drei und wir schießen auf zwei. Und jeder wusste sofort, okay, das ist ein Spruch, der könnte in, ne, könnte halt so ein Zitat werden, ne? Ja. Das ist so ein typischer Murray. Also ich muss doch mit dem Forever Nerd Girl nochmal reingehen. Ich muss ja definitiv noch eine Zweitsichtung machen, weil ich habe ja, wie gesagt, nur eine Post-Credit-Scene vor mir. Ich möchte übrigens, weil ihr habt ja meistens, genau, die erste, die PV war ja bei dir auch in Englisch. Du hast ihn ja auch in Englisch gesehen. Ja. Der, ich muss einfach ganz ehrlich sagen, also beim Ray Stantz geht es einigermaßen. Man merkt, dass es ein neuer Sprecher ist. Aber was der Thomas Nero Wolf da macht mit Bill Murray, also da musst du wirklich genau hinhören, um da zu erkennen, dass es ein anderer Sprecher ist. Das ist echt super gemacht. Also da hatte ich am meisten Angst vor in der deutschen Fassung, wie sie das am besten machen. Aber das haben sie echt sehr, sehr gut umgesetzt. Und auch die Witze, die Phoebe macht, weil zwei Gags, die funktionieren ja nicht auf Deutsch, haben sie sehr, sehr geil gelöst. Also das muss ich schon sagen, Respekt. Und das Ganze also, ohne irgendwelche Wetten-Das-Referenzen als Alternative zu benutzen oder so. Sie haben witzigerweise, so. Sie haben, ohne Scheiß, sie haben eine deutsche Referenz. Also es gibt ja, Spoiler-Talk, ist ja, als bei Gosa sagt, what is a fish without an eye? Und da habe ich gedacht, wie wollen die das denn machen in Deutsch? Und dann haben sie was völlig Neues gemacht. Wie nennt man ein, grantiges Gummibärchen? Haribös. Ich muss ehrlich sagen, richtig gut gemacht. Also dafür, dass es mit dem Fish Without an Eye nicht funktionierte. Am Anfang I have no bar here, und die Mutter dann sagt, I hope there is a bar. Und sie sagt, im Deutschen sagt er halt, ich habe hier kein lokales Netz. Und dann sagt sie, ja, ich hoffe, dass sie hier lokal haben. Ne? Also, das haben sie, also du merkst schon, dass sie im Gegensatz zu anderen Sachen sich wirklich Gedanken gemacht haben, wie das funktionieren kann. Jetzt muss mich der Pepe Niednagel im Chat mal aufklären, wann wir denn welche Wandteller verlosen sollen. Also, ich kenne ja auf jeden Fall die Frau Zähmbauer aus Monnem, das sind die Teller schon von der Wand gefallen, weil der mit dran mähnt, der wäre der Idiot. Das ist natürlich jetzt so ein Monnemer Gag, den versteht ihr jetzt alle nicht, ne? Aber da kann ich dir jetzt gerade auch nicht helfen. Oder sagt euch die Wandtellerverlosung, liebe Freunde, etwas? Also Pepe, du siehst ratlose Gesichter, das müsstest du uns dann mal erklären. Ich habe keine Wandteller versprochen. Und ich sehe bei Michael auch keine Wandteller im Hintergrund. Nee. Nichts Flaches. Ist denn eigentlich irgendwie angekündigt, wann da, ist das auch so ein Film, der jetzt schon in 3 Wochen wieder auf Disney Plus kommt? Aktuell 18. Mai 2022, also Sony nimmt es wohl echt ernster. Einerseits finde ich es ein bisschen, also wie gesagt, ich vermute, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ihn auch früher releasen. Weil ich glaube, durch die aktuelle Lage wird es jetzt auch ein bisschen schwieriger, aber die haben halt gesagt, hey, wir wollen den in den Kinos bringen und den müsst ihr im Kino sehen und der ist nur voll im Kinos. Okay, er läuft erfolgreich. Wie gesagt, Sony hat 27 Millionen erwartet. Am ersten Wochenende, er hat jetzt 44 eingespielt. Ne, das gilt als großer Erfolg. Also ist halt jetzt die Frage, welchen Drop er in den nächsten Wochen hat, ob es wirklich Fans waren und ob er sich halten kann. Ja, ja. Also ich denke mal, er wird sich international, wird er runtergehen aufgrund der Situation. Aber das wissen die auch. Der wird seine Kosten einspielen. Der wird auch die 150, die er braucht, wegen PR und so weiter, wird er bestimmt auch kriegen. Und die wissen halt einfach schon,
ne, sie merken die durchaus positiv. Der hat ja bei Rotten Tomato, ich glaube, ein Score bei den Zuschauern von 96%, was echt ziemlich krass ist. Und ich meine, ja, Ernie Hudson kriegen sie auf jeden Fall sowieso dann als Hauptrolle mit in den Teil mit rein. Der hat ja eh Bock, das natürlich zu machen. Ja gut, Ernie Hudson ist der Billy Dee Williams des Ghostbusters-Franchise. Ja, also, ja. Der hat sein Overall nie ausgezogen und hat ja sonst auch nichts zu tun. Und wie im Gegensatz zu Billy Dee Williams ist er, glaube ich, oft sehr, eigentlich sehr freundlich. Billy Dee Williams ist ja oft wieder auf so sehr grantig bezeichnet gegenüber zu Fans. Während Ernie Hudson natürlich jede Gelegenheit genommen hat, als Ghostbuster irgendwo aufzutreten. Deshalb sage ich ja, dass ich mal ein Autogramm von Bill Murray vor Ernie Hudson bekomme. Hätte ich nie mit gerechnet. Und der hat sich im Gegensatz zu ganzen anderen alten Knackern wirklich gut gehalten. Gut, liebe Freunde, ja. Ich glaube, wir haben das Thema allumfassend für heute Abend besprochen. Sicherlich können wir stundenlang noch weiterreden, aber es wird ja ganz sicher noch eine Fortsetzung geben. Hollywood muss Geld verdienen, Hollywood will Geld verdienen und da wird natürlich das jeder ist aber jetzt ausgequetscht bis zum Verrecken, was mich in diesem Fall aber ja nicht stört. Aber das ist einfach mal so eine Sache. Das ist ja, was du vorhin gesagt hast, diese Statistik, die sagt, Ghostbusters ist neben Coca-Cola die zweitbekannteste Marke. Das Logo, ne, das Logo. Das Logo, ja. Das Logo, ne, das Logo. Halt einfach, jeder kennt es. Du kannst Kinder fragen, die können dir ein Zitat bringen, ne. Also, es ist halt wirklich kurios, wie oft Ghostbusters erkannt wird. Und trotzdem, gut, bei Star Wars haben sie es ja auch jahrelang, ne, laufen lassen. Wie wenig da eigentlich gekommen ist für diesen Bekanntheitsgrad, ne. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, ne. Schon krass, also. Ja, das ist, man kann die Kuh noch, da ist noch eine Menge Milch im Euter, eine Menge ja. Dollares, die man da rausholen kann und sie werden sie ganz sicher rausholen, wie gesagt, ich sage mal, das geht dann schon mal los. Ja, Freunde, vielen lieben Dank, dass ihr mir heute Abend da Gesellschaft geleistet habt, auch wenn ich selber gar nicht so viel gesagt habe, aber das ist ja gar nicht schlimm. Übrigens, die Umfrage ist 50-50 ausgegangen. Ja, von daher ist an der Stelle, aber ich, wie gesagt, wir haben einen Fanpleaser im Großen und Ganzen. Ja, man kommt gut gelaunt aus dem Film raus und natürlich kann man im Detail Dinge kritisieren, aber er drückt bei mir die richtigen Knöpfe und deswegen will ich da heute mal nicht so sein. Wenn ihr mich wieder ranten hören wollt, dann schaltet doch einfach nächste Woche bei Star Trek Discovery wieder ein. Wir haben die erste Folge schon gesehen. Jesus Henry Christ. Das ist schon wieder Eikaramba. Oh Gott. Ach, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung da bei iTunes oder Podcast Addict. Schreibt natürlich auch unter diesen Stream hier noch Kommentare. Bei YouTube, wir werden eigentlich schauen, dass wir sie beantworten. Schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de und eine info@nerdizismus.de oder eine WhatsApp an die 015259647709. Ihr könnt auch noch weiter diskutieren bei nerdizismus.de/Discord. Die Woche geht's schon Schlag auf Schlag weiter. Am Donnerstag sind wir auch wieder 21 Uhr, 20:30 Uhr, müssen wir mal gucken, wieder live. Da sprechen der Michael und ich über Hawkeye, die neue Marvel-Serie. Dann sind wir die Woche drauf. Am 30. Sven, bist du schon wieder dabei, wenn es um He-Man geht. Oder zumindest haben wir da mal locker gesagt, dass wir über He-Man schnacken wollen. Am 30. gut, okay, gut, dass ich das weiß. Nee, stopp. Am 30. reden wir über Discovery, 30.11. reden wir über Discovery und am 2.12. reden wir über He-Man, Masters of the Universe, Revelations. Okay. Part 2. Ah, gut, dann gut weiß ich wissen. Ich hätte nämlich jetzt auch Donnerstag gedacht, Discovery. Also hast du noch ein bisschen Zeit. Genau, 30.11. Ich rede auch mit euch über Discovery, aber wahrscheinlich muss ich dann, wenn du anfängst zu renten, auch sehr herzlich lachen. Also in diesem Sinne, vielen Dank auch an den Chat
Und falls hier irgendeine, also wenn hier die Kollegen, die jetzt hier rübergekommen sind vom Turbo-Streamer oder Tornado-Streamer und auf eine Verlosung gewartet haben, ich glaube, der hat euch veräppelt. Also, in diesem Sinne, macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.